So, dann wollen wir mal loslegen. Ja, also das ist das Python-Meeting Düsseldorf, wo ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr alle gekommen seid. Es sind, glaube ich, wieder ein paar Neue dabei. Wer ist zum ersten Mal hier? Ja, sehr schön. Ich finde es immer wieder gut, dass immer neue Leute kommen. Es ist immer spannend, wieder neue Leute kennenzulernen. Ja, deswegen machen wir das ja auch ein bisschen hier. Ich mache am Anfang immer so eine kurze Einleitung, einfach mal ein bisschen zu erzählen, wer wir sind und warum das Ganze machen. Ich bin Martin Lemburg. Ich habe eine Firma, Egenix. Wir machen Projekte mit Python natürlich und da hauptsächlich bei Datenbanken und in der Finanzwelt unterwegs. Ich mache Python schon sehr, sehr lange. Ich bin auch in dieser Python-Community sehr involviert, habe verschiedenste Positionen da schon gehabt. Ja, und mache auch mal ein bisschen Werbung für diese ganzen Sachen. Deswegen kommen dann nachher noch ein paar Slides dazu. Der zweite ist Charlie, der sitzt hier vorne. Der also hat zumindest früher viel gemacht mit CMS, auch natürlich mit Python. Ist Maintainer von OpenPixel und kennt vielleicht ein oder andere, ist ein Python-Interface für Excel-Dateien. Ja, wir machen das Ganze halt schon seit 2012. Also wir haben jetzt fast, nee, wir haben jetzt schon, das 10-Jährige haben wir schon hinter uns. Es sind jetzt also schon fast 11 Jahre, die wir das machen. Warum machen wir das? Vor 11 Jahren sah natürlich die ganze Python-Welt noch ein bisschen anders aus, vor allem hier in Düsseldorf und der ganzen Region. Haben viel weniger Leute gemacht und wir wollten halt ein bisschen Kontakte knüpfen, Wissensaustausch machen und einfach mal ein bisschen auch kennenlernen, was die Leute alles so mit Python hier in der Gegend machen. Deswegen haben wir angefangen erst mit Lightning Talks. Und haben das später dann auf Lightning Talks in kurze Vorträge, so 5-Minuten-Vorträge. Wir haben das dann später dann erweitert auf richtige Vorträge, die dann halt auch mal eine Stunde sein können. Open Space hatten wir früher auch ein bisschen gemacht, aber das haben wir dann alles auf die Restaurant-Session quasi dann verlegt. Also sprich, kommt dann so also nach diesem Meeting. Was aber nicht heißt, dass man hier nicht diskutieren kann. Aber wenn ihr Fragen habt, einfach Zwischenfragen. Und dann können wir das natürlich auch sofort besprechen. Ja, ein paar Neuigkeiten. Es gibt schon die nächsten beiden Termine. Kann man sich schon vormerken. Der 7.6. ist ein Termin im Juni und dann am 27.9. ist wieder ein Treffen. Wir machen das alle 3 Monate, so ungefähr. Ja. Der Grund ist der, dass wir wollen mal genug Material haben, das wir präsentieren können. Wenn man das monatlich macht, haben wir festgestellt, dass das ein bisschen schwierig ist und dann. Wir haben von vornherein darauf getippt, dass monatlich nicht schaffen würden, quartalsmäßig schaffen würden. Hat sich bewahrheitet. So kann man das auch sehen. Wir hatten es bei anderen Gruppen, haben wir das gesehen, dass die wirklich immer dann Schwierigkeiten hatten, Vorträge zu finden und hatten dann meistens nur einen Vortrag pro Meeting und das fanden wir halt ein bisschen wenig so. Ganz wichtig, und da will ich auch Werbung machen hier, der Philipp ist gar nicht da, ne? Oder? Sehr vielleicht. Ja. Wir machen einen Sprint. Oder Hackathon nennen das manche auch. In der Python-Welt heißt das meistens Sprint. Am Wochenende, dieses Wochenende, das findet bei Athos am Seestern statt. Athos ist, weiß ich, kennt jemand Athos? Ja, vielleicht ein paar oder so. Also Athos ist eigentlich eine relativ große Firma. Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt von Athos schon was gehört hat. Die machen unglaublich viele Services für alle möglichen Firmen, zum Beispiel für McDonald's. Und wird auch viel programmiert, werden viele Systeme installiert und gewartet und wird Support gemacht dafür. Und ja, die haben uns halt die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, jetzt schon zum zweiten Mal. Wir hatten auch den Herbstsprint bei denen. Und der Philipp, der auch schon jahrelang bei uns ist hier, der hat uns da geholfen, das Ganze dann an den Start zu bringen. Und ja, kann ich nur empfehlen, da hinzukommen. Ich kann auch vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen, wie ein Sprint funktioniert. Da setzt man sich zusammen, hat dann irgendwelche Sprint-Themen, die sich dann halt Leute ausgedacht haben, die da hinkommen. Das sind dann meistens solche Sachen wie, ich möchte jetzt gerne, was weiß ich, ein paar Patches schreiben, ja, ein paar PRs zum Beispiel auf GitHub aufmachen, meinetwegen für Python oder für ein Projekt, ein Python-Projekt. Möchte vielleicht daran weiterarbeiten oder man will sich irgendwas Neues mal ansehen, dass man halt was einen interessiert, aber wo man halt noch keine Zeit für hatte. Das ist zum Beispiel etwas, das ich machen werde jetzt am Wochenende. Ich werde mir das Ray-Framework angucken. Da geht es auch wieder um Workflows. Das hatte ich schon ein paar Mal gemacht bei den Sprints. Das ist immer wieder interessant.
Ja, kann ich nur empfehlen, das zu machen. Man lernt sehr viel, das bringt viel Spaß. Wir haben natürlich bei den Sprints auch die übliche Pizza. Und wir machen das diese 2 Tage. Man kann aber auch natürlich nur einen Tag kommen, wenn man halt nicht 2 Tage dafür Zeit hat. Die Anmeldung, die findet ihr auf Meetup. Geht ihr einfach zu der Meetup-Gruppe und da ist dann auch der Sprint aufgelistet. Wir haben noch Plätze frei. Wer Lust hat, also gerne eintragen und dann am Samstag um 10 Uhr geht es dann los. Ja, alles weitere, alle News und so weiter, die posten wir eigentlich nur auf die Telegram-Gruppe. Wir haben auch Mailinglisten, aber wir benutzen die eigentlich nur noch wenig. Wir haben auch Twitter und Facebook und die ganz anderen schönen Sachen, aber da passiert nicht so viel, deswegen machen wir da nicht mehr viel. Und Telegram ist halt das, was wir nutzen. Ja, dann mache ich jedes Mal so eine Slide, wo die ganzen Termine rund um Python mal draufstehen. Das ist ein bisschen, um Werbung zu machen für diese ganzen verschiedenen Events und einfach auch mal um zu zeigen, dass halt ganz viel los ist in der Python-Welt. Ich weiß nicht, ob man das so lesen kann. Also man kann diese ganzen Sachen auch auf pycon.org sich angucken. Da ist ein Kalender am Ende der Seite aufgelistet und da findet ihr diese ganzen Events. Also hier direkt in Deutschland das nächste, was kommt, das ist die pycon.de in Berlin. Das ist eine ziemlich große Konferenz. Wenn man da sich anmelden will, dann muss man sich, glaube ich, auch mittlerweile sputen. Dann kann sogar sein, dass sie schon ausverkauft ist, weiß ich nicht. Klaus vielleicht? Ja, es sind über 1100 Anmeldungen bereits. Ja, also soweit ich weiß, haben sie noch ein zweites Kontingent aufgemacht, ne? Es kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Latebird, aber die eigentlichen Tickets, zumindest In-Person-Tickets, die waren sehr schnell weg. Ja. Ach so, genau. Man kann da in Person hingehen, also dass man direkt Es nach geht auch Berlin fährt, online. oder online. Ne? Also das kann man auch machen. Ja, dann gibt es die PyCon US natürlich, die ist dann auch im April. In Paris gibt es die JupiterCon, wer also was mit Jupiter macht und Data Science, der ist da wahrscheinlich gut aufgehoben. Gibt eine ganze Reihe weiterer Konferenzen. PyCon Italia kann ich immer empfehlen, die ist in Florenz. Ne, da gibt es halt nicht nur viele gute Vorträge, sondern gutes Essen. Und natürlich kann man auch die ganzen schönen Sachen da angucken in Florenz. Das ist deine Priorität, aber klar. Ja, ich fahre da auch hin, deswegen, das ist halt, Offizier. ist immer wieder schön, da hinzukommen. Ja, aber Restaurant so und so. Ja, wer halt viel Data Science macht, der muss natürlich nach Berlin, ist klar, aber der nächste Hotspot wäre dann also definitiv die PyData in London. Die ist dann im Juni. Da kann man, glaube ich, noch sich anmelden. Sie haben, glaube ich, das CFP irgendwie gerade erst aufgemacht. Und dann später im Juli ist dann die EuroPython. Die findet diesmal in Prag statt. Kann man jetzt auch schon Tickets kaufen für. Ich nehme an, dass die Early Bird Tickets schon wieder ausverkauft sind. Aber ja, gut. Ist eine schöne Stadt, Prag, kann man auch gut hinfahren. Ist mehr was für die Leute, die gerne Bier trinken. Aber ne, Florenz ist halt mehr für die Weintrinker. Ja, ich habe mal in Prag habe ich tatsächlich Pizza mit Bolognese und Erbsen gegessen. Ja, schön. Böhmen halt, ne? Kein Italiener verraten. Nein. Naja, also zur Vernetzung hatte ich ja schon was gesagt, deswegen erzähle ich ja nicht allzu viel zu. Wie man hier sieht, wir nehmen die Sachen auf und stellen die dann auch auf YouTube ein. Wenn jemand einen Vortrag hält und das nicht möchte, einfach nur kurz Bescheid sagen, schneiden wir das raus und wird es halt nicht hochgeladen. Gar kein Problem. Organisatorisches WLAN gibt es hier diesen Hotspot Düsseldorf. Das ist so ein öffentliches WLAN-Netz. Das funktioniert hier recht gut. Die Rechnungen für diese 10-Euro-Beträge oder 5 € für die Ermäßigten, die gibt es bei mir da vorne. Das machen wir dann nach der Veranstaltung. Wenn jemand vorher gehen möchte, bitte einfach da das Geld dann da hinlegen, ja? Damit wir das wieder refinanzieren können hier. Ja, Wunschzettel erwähne ich immer, wenn jemand irgendein Thema hat, das er gerne behandelt wissen möchte, dann in einem von diesen Meetings dann einfach auf die Liste schreiben oder Telegram reinschreiben. Meistens ist es so, dass die Leute halt zwar Vorträge machen können und auch durchaus fähig sind dazu, die ganzen Sachen zu schreiben, aber halt keine Themen irgendwie parat haben, nicht gut darauf kommen. Und da ist es immer hilfreich, wenn man einfach mal so auf diese Telegram-Gruppe schreibt. So, jetzt die 2 Werbeslides. Einmal die EPS, das ist die EuroPython Society, das ist eine Python-Organisation, eine Non-Profit-Organisation für Python in Europa. Die veranstaltet die EuroPython unter anderem. Da kann man kostenlos Mitglied werden.
Und die zweite Organisation, die macht das Ganze international, die hat auch das Copyright auf Python und die Trademarks und so weiter, ist die Python Software Foundation in Amerika. Kann man auch kostenlos Mitglied werden. Und die haben auch Mitgliederversammlungen jetzt zum Beispiel auf der PyCon US wieder. So, dann kommen wir zur Agenda. Wir haben heute vier Vorträge. Charlie, ich habe einen Vortrag. Arcadius. Arcadius ist auch hier sehr gut. Weil ich habe hier kein Gesicht, konnte ich damit zuordnen. Und Mani ist hier. Ja, genau, sehr gut. Ja, wie sollen wir das machen? Charlie, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Kann ich machen. Also lass uns mal. So. Ich habe meinen Vortrag PuGXML, ein besser Mousetrap genannt. Ja, also es gibt in der Welt der Erfindung immer die Idee, ob man nicht doch eine bessere Mausfalle entwickeln kann. Aber damit er Erfolg haben wird, muss er noch besser sein. Also es muss immer was Besonderes dabei sein, sonst wird er es nicht durchsetzen. Sehen wir zum Beispiel Suchmaschine. Es ist nach wie vor sehr schwierig, Google vom Platz zu stoßen, einfach weil Google es recht gut macht. Die nächste muss besser sein. Und ich wollte irgendeinen schönen Namen für einen Vortrag über XML Parser. Also was viel Spannendes gibt dazu nicht zu sagen, glaube ich. Okay, so. OpenPixel, wer kennt es nicht? Das ist eine Bibliothek. Warum sollt ihr das kennen? Das ist eine Python-Bibliothek für die Verarbeitung von Excel-Dateien, XLSX-Dateien. Ja, die Welt wird noch von diesen Dateien verseucht. Und ich habe vor etwas über 10 Jahren die Weiterentwicklung übernommen. Und ja, also man kann zum großen Teil Excel-Dateien lesen, schreiben und es funktioniert zum großen Teil. Nicht alles. Ich habe das gebraucht, andere nutzen das. Leute haben dafür bezahlt, dass es erweitert wurde und es ist gar nicht schlecht geworden. Und ich habe selber viel damit gelernt. Also Open Source wird man selten reich damit, aber man kann einiges damit lernen. So. Und ich habe oft Vorträge hier woanders dazu gehalten. Unter anderem The Importance of Doing Nothing. Ja, wenn man schnell sein möchte, am besten macht man gar nichts. Also man kann in 2015, 2019 kann man Vorträge dazu sehen. Ich bleibe dabei. Ja, also wenn was du hast schnell genug läuft für deine Bedürfnisse, lass es. Ja? Verbring deine Zeit mit was anderem. Frag dich einfach dazu, wie oft muss es laufen? Also da es nach wie vor Leute gibt, die riesen Datenmengen entweder aus Excel rauslesen will oder in Excel abgeben möchten, dann ist die Geschwindigkeit von OpenPixel für manche Leute relevant. Ja? Aber ansonsten, ja, mach nichts. Ja? Mach was anderes. Genieß das Wetter, könnte man sagen, aber immerhin regnet es im Moment nicht. Morgen sieht das ein bisschen anders aus, im Sommer. Das ist ganz wichtig. Und manchmal, wenn man nichts macht, kriegt man aber auch genau was dafür. Ich kann dann jetzt, also die Optimierungen in OpenPixel wurden zum großen Teil in 2015 abgeschlossen. Wenn es was seitdem was gegeben hat, muss es bessere Hardware sein oder muss was anderes passiert sein. Und tatsächlich seitdem, also seit der Version, also ungefähr OpenPixel 2.6 ist gleich wie 3.0, gibt es, also für die gleiche Benchmark, ja, gibt es durchaus Performance-Gewinn. Nur das eigentlich, also muss man berücksichtigen, 3.6 war ungefähr genauso schnell 2.7. Man sieht aber auch, die Hardware bringt ein bisschen nicht sehr viel, bis auf die neuen MacBook Pro. Der Nils hat mir am Wochenende ein bisschen geholfen, dann konnte er das Benchmark zumindest ein bisschen ausführen. Und man sieht, dass die neuen MacBooks recht flott sind. Ne? Also 4 Jahre Intel bringt nicht sehr viel. Bessere Batterielaufzeit vielleicht, mehr Cores. Python, aber vor allem in der Version 3.11, bringt relativ viel für alle unsere Programme. Und ich habe, also
im OpenPixel in der Zeit so wie nichts angepasst und keine neuen Features genommen, keine Async, natürlich auch kein Typing. Das ist doch gut. Ne? So, kurz über Profiling. Wer weiß, was Profiling ist, wer das macht? Okay, das ist ungefähr die Hälfte nicht. Profiling ist, also wenn du was hast und du denkst, es ist ein bisschen zu langsam. Das erste, hi, komm rein. Sorry. Ja, nimm Platz. Das erste, was du auf gar keinen Fall machen sollst, ist im Internet lesen und sagen, kann ich mein Programm schneller machen. Ja, das erste, was du machen musst, ist, find raus, wo es langsam ist. Und das macht man mit Profiling. Wenn man das findet, kann man sagen, okay, entweder ist es eine langsame Funktion oder ist es eine Funktion, die sehr oft aufgerufen wird. Und da kommt man zurück zu das Nichtstun. Ziel ist, dass entweder es wird gar nicht aufgerufen, das ist das Beste. Zweitens wird es weniger aufgerufen. Drittens ist es läuft schneller. Ja, das ist ein bisschen die Art und Weise, wie man umgeht. Das ist nur ein Beispiel, wie man was macht. Also das habe ich jetzt gestern noch angepasst für heute. Dass man sieht, dass man eine Funktion hat, die man letztendlich dem Profiler übergibt und der gibt dann Daten zurück in einer bestimmten Art und Weise. Das Sort, das ist der Total Time, das ist, was für meine Zwecke am besten ist, geeignetesten ist und so kann man das machen. Man muss nur wissen, dass die Zeit, die man zurückgibt, es gibt einen Overhead in Python, damit er diese Metriken nehmen kann. Und das ist nur, wie man das macht. Wenn man irgendwas hat, irgendein Stück Code sagt, okay, ich möchte wissen, warum das langsam ist. Ja, ist das I.O., ist das oder sonst was? Nimm ein Profiler. Alles andere vergiss es. Alle Ratschläge, dies und jenes zu machen, die können vielleicht was bringen, aber die können in deinem Einzelfall vielleicht gar nichts bringen. Ja. Ich wollte mal ein schönes Beispiel bringen. Ich hatte tatsächlich so ein Wochenende bei einem Programm von mir, das lief halt zu langsam. Das war halt entweder auch gut, dass ich das halt jemand kennt, so eine Aufgabe und halt funktioniert, war aber halt viel zu langsam. Und dann habe ich halt Profiler darüber laufen lassen und das war halt etwas, was ich nie im Leben vermutet hätte. Und die Sachen, die ich gedacht hätte, dass die so langsam sind, die waren es halt nicht. Und wenn ich halt jetzt nicht einen Profiler benutze, hätte ich wahrscheinlich auch Tage investiert, um irgendwie zu optimieren, das hätte nicht so funktioniert, dass es funktioniert. Ja, also wie ist das der Spruch von Donald Knuth? Premature Optimization is the root of all evil. Und diese Vermutungen, wir sind eigentlich Programmierer, sollen Daten getrieben werden. Dann stellt man fest, natürlich, man sitzt mit ein paar Programmierer zusammen und es gibt nur Behauptungen, Meinungen, alles wie alle anderen im Leben. Aber es gibt sehr gute Tools in Python, Debugging und Profiling ist auch ganz wichtig. So, und ich zeige mal jetzt das Ergebnis, wenn es dann hier lässt. So, okay. Das ist ungefähr das Ergebnis, es ist noch viel länger, ich habe das nur abgekürzt. Und ich habe eine Linie eingezogen, weil für dieses, ja, ich sage, okay, alles was unter einer Sekunde braucht, da sind welche, die knapp an einer Sekunde oder so drin sind, egal was ich da mache, ist mein möglicher Performancegewinn weniger als eine Sekunde. Wenn ich oben habe, wenn ich was optimieren kann, das ist die gesamte Zeit, die da in diesem Prozess, in diesen verschiedenen Funktionen laufen. Wenn ich da 10% bringe, wenn ich gut dran bin, kann ich eine halbe Sekunde optimieren. So, überleg, wo die Flaschenhälse sind, das ist bereits optimiert, deswegen habe ich in 2015 mehr oder weniger gesagt, das it's good enough, stop. Ja? So, und okay, jetzt habe ich ein Highlight gemacht auf, ne, das sind die Berichte, dann gehe ich einfach rüber, das ist Parsing, also das ist eine von diesen, die Datei, die ich lese, das ist eine Million Zellen, das ist eine tatsächliche Datei, das irgendjemand gepostet hat und ich finde die super, weil immer bei Benchmarking ist eine Datei etwas aus der echten Welt. Wenn es keine Nebeneffekte hat oder sieht immer besser aus, irgendwas, was man selber künstlich herstellt. Weil man vergisst immer. Man ist immer zu nah an der eigenen Bibliothek. Das ist dann auch
man weiß zu viel. Das ist besser, wenn man es laufen lässt. Das sind die Sachen, wo ich dann sage, okay, da will ich rangehen. Da sind auch Sachen dabei. Ich habe jetzt hervorgehoben in Pink Sachen, die aus dem Standard Library, aus dem Parser kommen, die ich nicht optimieren kann. Ne? So, und eins ist ganz oben, ist ganz wichtig, ist da vom Parser. Dann haben wir noch was vom Parser. Und dann knapp unter unserer Grenze haben wir auch noch was. Ja? So. Ich habe immer wieder geguckt, gibt es ein besseres XML-Parser? Sollte ich mir das näher anschauen? Weil da könnten wir, wenn wir hier Optimierung, und man möchte bei einer Optimierung mindestens 10% raushauen. Ja, sonst ist der Aufwand wahrscheinlich nicht, lohnt sich das nicht. Das sind welche, und ich hatte die ganze Zeit nie was gesehen. XML vor 20 Jahren war sehr beliebt, sehr populär. Alles hat man in XML gemacht. Seitdem heutzutage nutzt man das nicht. Unter anderem, weil XML sehr langsam ist. In der Erzeugung und dann in der Verarbeitung ist XML und inflexibel und große Dateien und alles, was man eigentlich für Daten nicht benötigen möchte. Ne? Und vor allem voran, wenn man überlegt, die Datenmengen, die man verarbeitet im Vergleich zu den Sachen, die vor 20 Jahren verarbeitet wurden, die würde in XML, die würde jeden Rechner heutzutage sprengen. Zum Teil. Es ist echt ineffizient. So, okay. Dann habe ich letztes Jahr gesucht und gefunden, das ist neue C++-Parser. Das ist, was auf der Website steht. Also, ihr könnt das ein bisschen lesen. Ja, also, das hat ein DOM, Document Object Model. Das ist eine Art Weise von Sachen. Es ist ein sehr schneller Parser. Er ist nicht validiert. Okay. XPath, Unicode, wichtig. Auch Python-Bindings. Und es unterstützt keine Namespaces und Informationen über publier.xml.org. Okay, das klingt gut. Und wenn man die Benchmarks guckt, hier haben wir PuggyXML und PuggyXML Compact ist eine speicheroptimierte Variante, weil Speicher oft wichtig ist. Und der scheint da im Vergleich, ja, hier haben wir Gewinn, dass ich, okay, wenn ich das einsetze und viel XML verarbeite, und Excel-Dateien sind SIP-Archiven voller XML-Dateien, dann lohnt sich das eventuell da nutzen zu können. So, geh kurz auf die Einschränkung ein. So, Namespaces, XML Namespaces, wer kennt sich damit aus? Ja, okay, so, hier ist ein Beispiel. Also hier ist nur vereinfacht. Hier wird oben die Namespace für diese ganze Datei beschrieben. Das ist die Default. Hier habe ich .nc und .r. So. Und wenn man XML-Dateien hat und die fangen an mit einem Präfix, da wird ein Namespace benutzt. Die Idee ist dabei, dass man XML-Schemas sehr schöne Daten validieren kann. Ich weiß nicht, wie viel XML-Validierung eigentlich tatsächlich stattfindet, weil es sehr langsam ist. Du musst wirklich die Prozesse optimieren und dann sagen, okay, ich mache das einmalig, weil ich kann nicht jedes Mal validieren, weil es sehr, sehr langsam ist. Es gibt tatsächlich innerhalb auch Excel-Elemente, also man kann gleichnamige Elemente im gleichen Dokument haben und die haben unterschiedliche Bedeutungen. Natürlich kann man auch in Python mit Namespaces, man kann etwas aus einer Bibliothek importieren mit dem gleichen Namen. Das hat eine andere Funktion als eine andere Bibliothek. Aber in XML ist das nahezu nah. Innerhalb XL-Dateien gibt es tatsächlich Elemente, allen voran irgendwelche grafischen Sachen, die in verschiedenen Teile der Spezifikation definiert sind, nahezu identisch, aber man muss die Namespace berücksichtigen, was auch nervig ist. Okay, das ist nur, das kann diese Bibliothek nicht nutzen. Ich sage, das ist nicht so schlimm. In Python nutzt man oft hierfür, hier hat man die Konstante, also die komplette URL. Damit man das nicht immer eingeben muss, definiert man weiterhin irgendwelche Tags mit dieser, ich glaube, das heißt Clark Notation, damit man das
nicht immer eingeben muss, weil ich tatsächlich, wenn ich in einer XML-Parser ein Element, der so etwas wie C für Cell heißt, ansprechen will, muss ich in der Regel das mit, komplett mit Namespace ansprechen. Also wenn ich das nicht verkürzen kann, tippe ich mich wund und mache Fehler. Okay, das ist aber typisch für XML. Das braucht man das nicht. Hier, ich wollte das nur darstellen, also der Parser, den wir bereits nutzen, der Interparser von Standard Library, das habe ich damals vor 10 Jahren verglichen mit zum Beispiel LXML, hat auch einen Parser und das ist Standard Library schneller für das, was wir brauchen, weil wir es anschließend alles wegschmeißen, die XML. Und das ist eine relativ einfache Verwendung. Ich übergebe das an eine Datei oder ein Stream und ich kann über den Event, das ist, ich habe jetzt einen neuen Tag oder Öffner oder Schließer oder sonst was oder Element in meinem Tag, kann ich etwas machen. So. Ich wollte die vergleichen, aber ich bin schon darüber gestolpert, dass ich die Dokumentation von PuggyXML nicht verstehe, weil es vorwiegend C++ ist. Aber man baut es schon anders auf. Also ich kann es sehr schnell laden, aber anschließend muss ich meinen eigenen Parser, also nicht wirklich Parser, ich brauche meinen eigenen Iterator, der darüber geht, weil ich muss, für die, um diese Dateien zu bearbeiten, muss ich natürlich über Elemente gehen. Also für ein Arbeitsblatt muss ich dann über alle Zeilen und in alle Zeilen muss ich alle Zeilen ansprechend auslesen und dafür muss ich was bauen. Das ist nur ein bisschen der Struktur. Und als ich das vergleichen wollte, ich habe das letztes Jahr verglichen, aber konnte ich dann nicht mehr den Code dazu finden. Und ich habe damals gesehen, dass ungefähr 40% schneller, zumindest scheint zu sein, als der Python-Parser, der schon recht schnell ist, von meinen Tests, die ich vor langer Zeit gemacht habe. Und da muss ich nur noch ein bisschen lernen, wie man das macht. Also auch zum Beispiel die Übergabe aus ZIP-Archiv und alles, das will noch gelernt werden. Das ist relativ einfach mit Interpass. Und ja, dann habe ich gedacht, das ist ein super Sprint-Thema. Jemand kann mir helfen, hoffentlich, aus der C++-Dokumentation so viel rauszulesen, dass ich das in Python entsprechend dokumentieren kann. Es gibt diese PuggyXML-Bibliothek für Python, pip install PuggyXML. Die Dokumentation dazu ist mehr oder weniger nicht extant, sagt auch das, was es nicht kann, kann auch nicht schreiben, was schade ist, weil es ist auch etwas, das auch vielleicht zu optimieren wäre. Dann würde ich gerne zumindest so weit was bauen, dass es einen Benchmark erstellen kann, vergleichen kann, die Implementierung zumindest in der Form, die ich habe. Und wenn das klappt, wenn mir das sagt, bestätigt, ja, das ist wesentlich schneller oder ist spürbar schneller, würde ich natürlich dann anfangen, an den Parser darauf zu bauen, mit den entsprechenden Tests, so dass eine optionale Erweiterung ist für die Bibliothek, wenn man sagt, okay, ich muss 10% schneller, ja, muss ich, mache alles dafür, dann würde ich sagen, ja, dann installiere PuggyXML und ein Pixel wird es dann feststellen und dann wunderbar. Aber da bin ich auf Hilfe angewiesen. Das würde ich gerne Mitstreiter am Wochenende finden, die dann auch vor allem Leute, die mit C und C++ Ahnung haben, damit wir das sehen, wie das zusammengesetzt ist. Weil was ich sehe, ist, das ist ein Wrapper und mehr oder weniger wird anschließend auf der API gesehen. Und der Rest, von dem, was ich verstanden habe, ich aus der nicht vorhandenen Dokumentation, aus den Docstrings, glaube ich, das ist das Meiste, was ich dazu gefunden habe. So, fertig. So, ich wollte jetzt was über OpenSearch erzählen. Die ganzen Slides sind alle in Englisch, weil ich den Vortrag wahrscheinlich auf Konferenzen später in diesem Jahr dann halt auch noch halten werde. Ich halte den Vortrag aber selbst in Deutsch. Ja, erstmal die Frage, wer kennt OpenSearch? Einer? Das ist ja gut. Ne?
Ich habe OpenSearch jetzt hier für eigentlich nicht so richtig gewählt. Ich bin mehr dazu gekommen, weil ich mir halt angeguckt habe, wie kann man jetzt Daten, wie kann man diese Daten, die ich jetzt hier habe, besonders gut verarbeiten. Und ja, das werde ich jetzt vorstellen. Also die Einführung, die kann ich hier überspringen, habe ich schon gemacht. Was ist die Motivation gewesen hierfür? Die Motivation war, dass ich letztes Jahr auf die Falcon Italia wollte. Und zu der Zeit gab es halt am Flughafen Düsseldorf sehr, sehr lange Wartezeiten vor den Security Gates. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was kannst du jetzt machen? Du willst irgendwie rauskriegen, wann du hinfahren musst, damit du dann halt auch deinen Flug erwischst. Und habe mir dann halt die Zeiten angeguckt, die dann auf der Webseite da zu finden waren. Und habe mir gedacht, gut, einfach nur immer auf der Webseite gucken, ist vielleicht jetzt nicht so günstig. Musst du vielleicht mal einen größeren Zeitraum dir anschauen, vielleicht mal ein paar Tage, damit du vielleicht irgendwelche Muster erkennst, dass man halt schauen kann, wann man vielleicht vernünftigerweise den Flug bucht, eher morgens oder vielleicht eher mittags oder eher abends. Und das habe ich dann gemacht, das Ganze dann mit Python natürlich analysiert und letztendlich dann in OpenSearch reingeschrieben. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe einfach auf der Webseite geguckt. Auf der Webseite gibt es hier, ich sitze wahrscheinlich genau davor, ne? Auf der Webseite gibt es hier einen Balken bei den Abflügen. Da kann man erkennen, oder da schreibt der Flughafen hin, so eine Schätzung, wie da die Wartezeiten sind vor jedem Gate. Man muss vielleicht dazu nochmal sagen, ich gehe nochmal kurz zurück. Kann die Maus sehen? Ja. Das hier oben ist der Flughafen, ja? Das hier ist der Flughafen. Hier gibt es drei solche Gates. Ja? Das ist Gate A, das ist B, das ist C. Hier sieht man, gibt es relativ viele von diesen Security Stations, wo man halt durch muss. Hier gibt es relativ wenig, hier gibt es so mittel viel. Ja? Und es ist meistens so, dass man hier irgendwo bei A losfliegt, wenn man jetzt irgendwo ein bisschen weiter wegfliegen möchte. Und die Zeiten hier stehen halt hier auf der Webseite drauf. Und da kann man halt mit arbeiten. So, was habe ich gemacht? Ich habe die ganzen Daten habe ich dann halt versucht da runterzuziehen. Ich springe mal drüber, weil ich es schon erzählt hatte. Ich habe diese Webseite habe ich mir angeguckt mit den Developer-Tools vom Browser. Habe dann festgestellt, dass die Seite tatsächlich hingeht und so einen API-Aufruf macht, der dann JSON-Daten liefert. Das heißt, ich war also in einer sehr guten Position, dass ich kein HTML-Parsing machen musste, also was man normalerweise beim Web-Scraping ja machen muss, sondern ich konnte direkt auf diese APIs zugreifen. Ich musste halt nur ein bisschen Reverse Engineering machen, dass die APIs mir dann auch die Daten gaben. Ne? Denn das tun sie nicht immer. Man muss halt schon so ein bisschen so tun, als würde man ein Browser sein. Ne? Und wenn man das dann halt richtig macht, da gibt es also verschiedene Stufen, wie man das machen kann. Manche brauchen dann auch noch Cookies und sind da halt ganz... Man muss noch randomisieren, damit das dann richtig funktioniert. Aber hier war das nicht nötig. Da konnte ich also relativ direkt daran. Dann habe ich die ganzen Daten genommen. Ich habe das erst für diese Wartezeiten gemacht, habe die ganzen Daten genommen, habe die erst in eine CSV-Datei reingeschrieben, habe die CSV-Datei dann mit LibreOffice dann einfach dann visualisiert, habe mir so einen Chart gemacht. Und für damals Florenz war das dann okay. Ne? Ich konnte sehen, wann ich also hin muss. Beziehungsweise wann eine gute Zeit war. Ich habe festgestellt, aha, wenn man so den Flug ungefähr so um 8 Uhr hat, dann hat man gute Chancen, da vernünftig durchzukommen. Wenn man den Flug ganz früh hat, um so um 6 Uhr herum, da ist immer die Hölle los. Was ein bisschen merkwürdig ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal am Flughafen war um die Zeit. Normalerweise würde man ja meinen, Menschen schlafen um die Zeit noch. Ja? Da kommt man dahin. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, Rush-Hour am Hauptbahnhof. Also das ist ganz... Ganz toll. Bei uns fliegen ganzen Ferienflieger, das ist okay. Ja, eben. Das sind die Ferienflieger, die einfach nachgestanden haben, die müssen los, damit sie Geld verdienen können. Genau, und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum so viel morgens los ist. Ja, du hast auch die Eintagsreise, die Geschäftsreise dann auch. Und die Leute hast du, ne, die dann halt morgens um 9 das erste Meeting in München haben, die wollen dann halt schnell dahin. Aber du hast eigentlich ein bisschen in einem Bereich, wo alles das in Vorhersagen ist. Das wissen die, die müssen das alles selber optimieren können und die haben einfach Geld gespart. Also das ist selbstbeurteiltes Problem. Das ist richtig, ja. Das liegt hauptsächlich daran, dass die halt bei den Sicherheitskräften, die da stehen, eingespart haben, viele rausgeschmissen haben während Corona und
das gleiche Problem natürlich hatten, wie zum Beispiel auch die Gaststätten heutzutage immer noch haben, ne, dass sie halt nicht genug Personal bekommen nach Corona, weil die Leute halt abgewandert sind in andere Jobs. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe das Ganze nach dem Reverse Engineering, habe ich dann so einen Python-Wrapper geschrieben, wie man das dann halt in Python so macht. Ne? Man kann dann sehr leicht darauf zugreifen, man ruft eine Funktion auf, die liefert einem die Daten. Für OpenSearch, die Datenbank, die ich dann letztendlich genommen habe, weil es eben JSON-Daten waren und OpenSearch für JSON-Daten halt prädestiniert ist. OpenSearch ist tatsächlich ein Fork von Elasticsearch. Wie viele Leute kennen Elasticsearch? Habe ich mal gedacht. Also wer mit Elasticsearch schon was gemacht hat, OpenSearch ist so ziemlich das gleiche. Mit dem kleinen Unterschied, dass OpenSearch Apache, die Apache-Lizenz hat. Und nicht diese neue Lizenz, die Elasticsearch sich da ausgedacht hat. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, es ist aber so eine Art Business Source License. Also sprich eine Lizenz, die, ja? War das der Fork in Amazon, der sie gemacht hat? Genau. Okay. Amazon hat das Ganze geforkt und hat tatsächlich dann auch hinbekommen, eine Community drumherum zu bauen, die auch recht gut funktioniert. Und Amazon entwickelt das Ganze weiter, wollte ursprünglich halt Elasticsearch quasi nacheifern, also in die gleiche Richtung gehen. Mittlerweile ist es aber tatsächlich ein echter Fork in dem Sinne, dass die halt auch eigene Entwicklungen da drin machen. Diese ganze Lizenzgeschichte ist nur für Leute wichtig, die das Ganze dann halt vielleicht einbauen wollen in ein Produkt, das auf der Webseite dann betreiben. Denn bei der Elasticsearch-Lizenz ist es tatsächlich so, dass man im Grunde genommen dafür dann halt speziell mit Elastic dann halt einen Vertrag ausarbeiten müsste, damit man das dann so betreiben darf. Mit der Apache-Lizenz kann man das einfach so machen. Braucht man seinen Code nicht veröffentlichen und man kommt da auch immer ran an die neuen Sachen. Ja, da gibt es ein sehr schönes Python-Package dazu, das heißt OpenSearch Py. Damit kann man recht leicht darauf zugreifen. Ich habe das Ganze natürlich wieder in so einen Wrapper gepackt, weil ich halt nur bestimmte Funktionalitäten brauchte. Und habe dann die Dashboards, die es dann bei OpenSearch dabei gibt, das ist letztendlich nichts anderes als Kibana. Kibana gehört zu Elasticsearch dazu, das ist also auch von Elastic. Habe damit dann die Dashboards gebaut. Ja, wie funktioniert das Ganze? Man geht natürlich dann hin, man emuliert quasi das, was ein Browser macht, holt sich die Daten, muss ein bisschen aufpassen bei verschiedenen Formaten. Ich habe dann festgestellt, dass dieses API von Düsseldorf halt zum Beispiel Datumsformate, bestimmte Datumsformate haben möchte, damit es funktioniert. Auch Booleans zum Beispiel müssen in einer bestimmten Art und Weise formatiert sein, dass das dann auch klappt. Da kann man sich dann solche Helper für schreiben, hat dann so ein High-Level-Interface für die ganzen Sachen, kann sich dann auch die verschiedenen Endpoints angucken in diesem API. Also das, was man hier oben sieht, bei dieser URL hier, das ist quasi die API-URL und dann, wenn man jetzt einen Endpoint haben möchte, dann hängt man da hinten einfach den Namen vom Endpoint dran und bekommt dann entsprechend die Daten geliefert. Ich habe mir jetzt natürlich nur zwei Sachen angeguckt, weil die mich interessiert haben. Einmal diese Wartezeiten und einmal die Flugzeiten, die Flugdaten, die da auch verfügbar sind. So, was man dann macht, ist, man geht dann hin und baut da dann halt diese Python-APIs drumherum, muss dann auch ein bisschen die Daten, die zurückkommen, ein bisschen aufbereiten, weil die manchmal nicht so ideal sind, um direkt in die Datenbank zu schreiben. Aber ist alles kein Hexenwerk. Das, was ein bisschen schwieriger ist, ist die verschiedenen Fehlerfälle alle zu berücksichtigen bei diesem API. Denn es können halt viele, viele Sachen passieren. Ne? Es kann sein, dass das API nicht funktioniert. Es kann sein, dass das API einen Fehler meldet, also sprich, das API funktioniert, aber dahinter die Logik, die funktioniert nicht und das sagt das API dann auch. Es kann sein, dass das Daten fehlen, dass das API zwar was zurückschickt, aber zum Beispiel ein leeres Dictionary man dann letztendlich nur bekommt und damit natürlich nichts anfangen kann. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen entdeckt, sieht man auch gleich noch auf den Auswertungen. Eine Geschichte war zum Beispiel, dass quasi das Upstream von diesem API, also da wo diese Schätzungen gemacht werden, das schien nicht richtig zu funktionieren, da blieb immer der gleiche Wert stehen und das über mehrere Tage hinweg. Ich habe die dann angeschrieben und dann irgendwann klappt es dann wieder. Ich habe auch andere Situationen gehabt, wo tatsächlich dann die komplette Webseite von dem Düsseldorfer Flughafen einfach nicht funktionierte. Das ging dann auch einen ganzen Tag lang.
stand dann sogar bei RP letztendlich. Nee, da wurde die Flughäfen einige. Gott hat im letzten Jahr Ziel von Angriffen. Genau, da ist so eine DDoS-Attacke dran drauf gelaufen und dann klappte halt nichts mehr. Also ich war nicht dran schuld. ja, was man natürlich machen muss bei solchen Sachen ist, man muss gucken, dass man keine kaputten Daten in die Datenbank schreibt. Beziehungsweise dann schauen, dass man vielleicht diese Sachen, die man halt feststellt, dann wieder rausschmeißt. Funktioniert nicht immer. Zum Beispiel bei diesen Sachen, wo dann der Wert immer stehen blieb, da hatte ich halt keine Chance festzustellen, dass das jetzt halt ein Fehler ist auf der Seite. Oder ich habe es erst zu spät festgestellt, sagen wir mal so. OpenSearch selbst kann man relativ leicht betreiben. Man nimmt einfach einen Docker, also Docker Compose in meinem Fall jetzt hier, und kann dann OpenSearch dann starten, ist aber nicht wirklich sicher. Ja? Also das Standardpasswort ist halt Admin für den Admin. Um das zu ändern, muss man erst ganz tief in Dokumentation rein, muss lauter Skripte aufrufen, muss sich irgendwelche Credentials erzeugen, dann irgendwelche Zertifikate austauschen, dem System das mitteilen mit irgendwelchen Skripten und so weiter. Also es ist echt nicht leicht und das ist auch ein Kritikpunkt bei OpenSearch, dass diese Sache halt nicht leichter ist. Das führt natürlich dann dazu, also dass es so schwierig ist, führt dazu, dass die Leute es einfach so lassen, genau wie ich das gemacht habe. Wenn man also das Ganze ins Internet stellen will, dann sollte man sich schon irgendwie gucken, dass man das ein bisschen besser macht. Ja. Dann gibt es eine Besonderheit bei OpenSearch, bei Elasticsearch ist das ja genauso. Es wird alles in einem Index gespeichert. Das heißt, selbst die Daten wandern in den Index hinein. Das kennt man vielleicht von anderen Datenbanken ein bisschen anders. Da hat man normalerweise die Daten in der Tabelle irgendwo stehen oder auf irgendeine Art und Weise in so einem Columnar Store oder sowas drinstehen. Und man hat einen Index separat. Das ist bei OpenSearch nicht so. OpenSearch sind tatsächlich Daten und Index mehr oder weniger das Gleiche. Das Schöne bei OpenSearch ist, dass es tatsächlich mit völlig unstrukturierten Daten umgehen kann. Man kann also wirklich alles reinschmeißen, was man an JSON-Daten hat. Und es macht was draus. Es speichert auch alles. Es sagt auch nicht, das Schema, das stimmt nicht. Und nimmt das dann einfach, speichert das ab. Das ist natürlich eine schöne Sache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder eine schlechte Sache, weil man eben nicht sicher sein kann, dass die Daten, die reingeschrieben werden, halt dem Schema entsprechen, dass man sich so vorstellt. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht die Daten noch mal ein bisschen vorher abklopfen. Es gibt ja auch dieses JSON-Schema, das man dafür verwenden kann. Wenn man sowas in Produktion macht, ist vielleicht eine Maßnahme, dass man da so ein Layer dazwischen baut. Die zweite Sache ist, dass natürlich OpenSearch hingehen muss und verstehen muss, was für eine Datenstruktur jetzt davor liegt. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn es um verschachtelte Datenstrukturen geht, die man halt bei JSON durchaus hat. Und auch um OpenSearch ein bisschen dabei zu helfen, festzustellen, was ist denn das jetzt, was ich jetzt da geliefert bekomme. Denn JSON-Daten sind ja letztendlich zum Beispiel für Datumswerte, sind es einfach nur Strings. Man möchte natürlich jetzt aber nicht mit den Strings arbeiten, sondern das als Datumswert interpretiert haben. Und dafür kann man halt solche Index-Mappings mitgeben, die dann sagen, okay, dieses Feld ist ein Datum und dieses Feld ist jetzt meinetwegen ein Integer und dieses Feld ist ein Floating-Point-Value. Dafür sind die Index-Mappings da. Die kann man also programmatisch anlegen, die kann man aber auch manuell anlegen über das Interface. Eine andere Sache, die man sich angucken muss, ist, wie kriegt man die ganzen Daten da rein? Da sollte man möglichst dieses Bulk-Interface benutzen. Das funktioniert in Python recht einfach, nur bei dem Modul, das man dafür verwendet, ist das ein bisschen versteckt. Also man findet das hier in diesem Hilfsmodul, was dabei ist, das ist unter Helpers. Und da gibt es hier so ein API, das heißt Streaming Bulk. Damit kann man das dann da reinladen. Und was das Ding macht, ist, es nimmt einen Generator, das ist dieses Insert Flight Data Generator zum Beispiel hier, nimmt den Generator, holt die ganzen Daten aus diesem Generator raus, baut damit eine riesengroße JSON, String ist das in dem Fall dann ja, und schickt diese JSON-Daten dann in einem Rutsch dann hoch zu OpenSearch. Das funktioniert sehr gut, es geht sehr schnell. Wir haben das Interface auch benutzt bei diesen Landtagsprotokollen, die wir mal gepasst haben vor ein paar Jahren. Und ich habe das jetzt halt wieder verwendet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das auf eine bestimmte Art und Weise formatiert, damit das dann auch alles automatisch laufen kann. Also man muss natürlich ein paar
extra Felder für zum Beispiel die Record-ID mitgeben, solche Geschichten. Aber ist alles keine große Sache. Ich habe noch zusätzlich was eingebaut, dass man zu jedem Datensatz, den man da reinschreibt, dass man so eine History sich mitspeichert. Das habe ich hauptsächlich gemacht, weil ich halt nicht genau wusste, ob sich die Daten verändern auf der Seite. Also das geht jetzt hier speziell um Flugdaten. Und es ist tatsächlich so, dass die Flugdaten sich halt im Laufe der Zeit verändern, dass vor allem der Status immer angepasst wird. Also man kann richtig schön mitverfolgen, wann dann jetzt zum Beispiel das Boarding anfängt, wann jetzt der Second Call passiert, wann das Gate zugeht und so weiter. Das kriegt man da alles dann mit und kann das dann auch verwenden. Ich habe das habe ich jetzt mal aus Spaß gemacht, aber könnte man dann auch verwenden nachher. Ja, wie wird das Ganze ausgewertet? Mit den Dashboards hatte ich schon gesagt, das macht man alles fürs Webinterface. Die kann man auch programmatisch ansteuern, das habe ich aber nicht gemacht. Da wollte ich nur erwähnen, dass es eine Besonderheit gibt bei den Dashboards und da geht es darum, wie man die Data Sources definiert. Normalerweise würde man in so einem Dashboard-Tool dann ja hingehen und sagen, okay, ich habe ein Data Source, das ist meinetwegen eine Datenbank oder ist eine CSV-Tabelle oder eine Excel-Datei. Bei OpenSearch-Dashboards kann man tatsächlich nur diese Indexe, die man halt in OpenSearch hat, als Data Source anlegen. Dafür muss man aber etwas definieren, das heißt Index Patterns. Und das ist eine Sache, wo ich ein bisschen Schwierigkeit mit hatte, weil ich habe nicht rausgekriegt, wie man jetzt diese Data Sources anlegt, weil ich nicht wusste, dass das Ding Index Pattern heißt. Und die Dokumentation ist an der Stelle nicht so toll, deswegen erwähne ich das hier. Wenn das jemand machen will, dann muss man halt diese Index Patterns anlegen und wenn man die angelegt hat, dann ist das wieder sehr einfach. So, wie sieht das Ganze aus? Das sind solche Dashboards. Ich mal hier. Ist also auch nichts irgendwie Überraschendes. Ja, man hat hier oben so eine Searchbar, da kann man mit so einer Search-Sprache kann man halt das Ganze eingrenzen. Dann hat man hier solche Filter, die kann man anlegen. Hier unten ist der Bereich, wo die ganzen Widgets stehen. Die kann man hier oben dann halt übers Editieren, kann man sich diese Widgets alle zusammenbauen, kann das Ganze dann speichern. Hier kann man einen Datumsbereich oder einen Zeitbereich auswählen und kriegt das dann halt alles live angezeigt. Ich kann das mal hier zeigen, wie das aussieht, wenn man das richtig betreibt. Ja, das ist also zum Beispiel jetzt gerade heute. Dann sieht man, sind jetzt gerade wieder ein paar Flüge dazugekommen. Und hier kann man dann halt wirklich interaktiv dann auch hingehen, kriegt die ganzen Daten angezeigt, kann sich verschiedenste Typen anlegen. Also hier habe ich zum Beispiel eine Karte gemacht von den ganzen Flügen, also den Flugdestinationen, wo es also hingeht. Ist ganz, ganz lustig, wenn man das jetzt sich hier anguckt. Dann sieht man, dass die meisten Flüge tatsächlich hier nach Spanien gehen, in die Türkei gehen und nach London gehen. Und in Deutschland gehen die meisten Flüge tatsächlich nach München zum Hub. Man hat bei den Dashboards natürlich verschiedene Widgets, die man auswählen kann. Diese ganzen Barcharts natürlich. Dann gibt es hier solche Word Clouds. Das sind wieder die Destinationen. Da kann man halt sehr schnell sehen, wo es halt hauptsächlich hingeht. Linien kann man natürlich auch benutzen als Charts. Auch mehrere Sachen übereinander bauen. Man kann beides kombinieren, Linien und solche Balkendiagramme. Und es gibt auch solche Stack-Charts und noch eine ganze Reihe mehr. Und alles ist interaktiv. Ja? Also ich kann jetzt hier hingehen und zum Beispiel, wenn mich ein bestimmter Bereich interessiert, dann kann ich das einfach hier anwählen. Und dann zeigt er mir halt diesen Bereich an. Und dann kann man hier unten die ganzen anderen Charts, die werden entsprechend halt auch angepasst. So funktioniert das. Hier hin. Ja, das ist das User Interface. Und was habe ich auch rausgekriegt? Ich habe rausgekriegt, erstmal, das sind die Flugdaten, die man hier hat, wann welche Flüge gescheduled sind, also wann sie tatsächlich stattfinden sollen. Und ich habe auch die ganzen Flüge rausgefiltert, die gecancelt sind. Das war wichtig bei den Streiks. Und die ganzen Sachen rausgefiltert, die Code-Sharing betreiben, weil die tatsächlich zweimal drinstehen in dem API, ne? Unter beiden Namen. Und habe halt festgestellt, dass beim Scheduling, zumindest beim Flughafen, ist es so, dass die wenigsten Flüge, die finden morgens so um
19 Uhr statt. Das ist alles hier UTC, deswegen ist das immer plus eine Stunde. Mittags, so zwischen 1 und 2 passiert recht wenig und nachmittags passiert generell weniger. Es passiert sehr viel am Morgen, es passiert nicht ganz so viel um die Mittagszeit herum und es passiert abends relativ viel. Das ist jetzt hier an diesem Tag, sieht man es jetzt nicht so deutlich, dass abends so viel los ist, aber es ist tatsächlich üblicherweise abends so, dass da viel los ist. Wie sieht es bei den Wartezeiten aus? Da hatte ich mir gedacht, man könnte ein bisschen mehr erfahren und ein bisschen mehr rauskriegen. Habe dann aber festgestellt, als ich mir das genauer angeguckt habe, dass letztendlich viele von den Annahmen gar nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und das ist hier vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Die einzige Schlussfolgerung, die ich tatsächlich auch dann wirklich rausnehmen konnte und die dann auch sich bewahrheitet hat, das ist dann, dass es halt morgens zwischen 8 und 9, dass da halt die Wartezeiten relativ gering sind. Und wenn man halt da einen Flug dann, wenn man zu dem Zeitpunkt durch die Security Gates geht, dann hat man nur halt wenig Wartezeiten. Ansonsten ist das meistens relativ viel. Ja, man sieht das durchaus, dass hier nach dieser Zeit, das ist also jetzt zum Beispiel nach 9 Uhr, da ist wieder richtig viel los. Und am Nachmittag ist auch häufig sehr viel los. Das liegt, vermute ich mal, daran, dass halt zu der Zeit dann auch Ferienflieger dann losfliegen, während halt morgens in der Zeit halt hauptsächlich, zwar auch Ferienflieger, aber dann halt hauptsächlich auch Businessleute durch die Gegend reisen. Ja, die zählen aber als die Schicht, also die, was hier fehlt, ist die Personaldeckung. Ja gut, da habe ich natürlich keine Daten, ne? Also das sind solche Sachen, die kann man da nicht rausziehen. Und hier sieht man halt auf der rechten Seite, da ist ein Streik, ne? Und das war jetzt letztens der Freitag. Mich hat gewundert, dass trotzdem irgendwelche Flugzeuge tatsächlich gestartet sind, aber ja, ansonsten ist wenig los gewesen. Ja, und das ist noch eine Sache, die vielleicht interessant ist für den einen oder anderen, was man so mitnehmen kann, ist, die Gates haben unterschiedliche Wartezeiten. Am Gate B ist immer am meisten los. Also wenn man kann, sollte man da nicht durchgehen. Ja? Bei Gate A und C ist es meistens so, dass Gate A mehr, also dass dann mehr los ist, man länger wartet als bei Gate C. Dazu muss man wissen, dass alle Gates in Düsseldorf hinter dem Security Checks alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn man also zu A muss, dann kann man durchaus bei C reingehen und dann halt hinter den Security Checks einmal ein bisschen wandern. Kann man durchaus was aufholen. Es ist weit, aber wenn man halt bei dem einen dann da eine Stunde warten muss und beim anderen nur 10 Minuten, dann lohnt sich das. Ne? Also, ja, wenn man B umgehen kann. Ne? B sollte man vermeiden, weil hatten wir ja gesehen auf der einen Slide ganz am Anfang, da sind halt am wenigsten Security-Lines und deswegen dauert das auch immer so lange. Dann. Außerdem habe ich festgestellt, dass es offenbar so ist, dass die meisten Leute tatsächlich dann die Intuition benutzen und dann halt zu dem Gate gehen, das bei ihnen auf der Boarding Card draufsteht. Ja, also wenn die zum Beispiel bei B losfliegen, dann gehen sie halt zum Gate B und stellen sich da an, was man nicht unbedingt muss. Also was ich auch festgestellt habe ist, und das ist eigentlich der Grund gewesen, also meine Intuition hatte eigentlich gesagt, wenn viele Flüge sind, dann sollten die Wartezeiten auch hochgehen. Tatsächlich ist es aber nicht so. Man kann diesen Schluss nicht wirklich ziehen. Und das sieht man hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es ist so, dass diese Schlussfolgerung nicht unbedingt richtig ist. Also man hat hier zum Beispiel, nehmen wir mal dieses hier, ja, man hat hier ziemlich viele Flüge, die losgehen, aber die Wartezeiten sind tatsächlich gar nicht so hoch. Während, wenn man hier zum Beispiel hingeht, gucken wir jetzt mal, ja, hier ist zum Beispiel wieder so ein Gegenbeispiel. Ja, hier hat man auch viele Flüge, aber hier sind auch die Wartezeiten hoch. Also es hängt offenbar von anderen Faktoren noch ab. Man kann also diese Schlussfolgerung nicht generell ziehen. Wahrscheinlich wird es Personal entsprechend geplant. Das kann mit dem Personal zu tun haben. Also in den letzten 10 Jahren, Personalplanung und Flughafen ist in den meisten Mangelware. Ist erstaunlich. Ja, aber das ist wahrscheinlich wie in der Kasse im Supermarkt. Es bringt ja kein Mitarbeiter, der nicht arbeitet, was. Das heißt, also, wenn ich nur durchgehen könnte, würde ja immer mehr Leerlauf sein. Deshalb plane ich halt, wenn ich viele Flieger habe, viel Personal, wenig Personal, um halt auch Wartezeiten zu generieren, absichtlich, damit jeder die ganze Zeit beschäftigt ist, der arbeitet. Das ist so. Ja, tatsächlich. So eine Kostenoptimierung. Ja, es ist ein dynamisches System, das spielen auch die Fluggesellschaften eine Rolle, nicht die Gebühren drücken wollen.
Und früher war die Sicherheit eine staatliche Hoheitsaufgabe, da war das Personalaufgabe gut höher und ist privatisiert worden. Und seitdem, zumindest ist mein Empfinden da in den meisten Flughäfen, ist das auf Kosten der Zeit. So, ich mache jetzt mal weiter, damit ich auch mal zügig durchkomme. Nur noch ein paar Sachen, die wollte ich erwähnen. Also einmal diesen Datenfehler, den ich hatte, ja, wo die Daten sich nicht mehr bewegten, das war hier. Das hier sind diese DDoS-Attacken gewesen, wo dann halt keine Daten mehr kamen. Was schön ist, was man sieht, ich habe das jetzt ja fast ein Jahr gemacht, was man sieht, ist, dass die Wartezeiten also tendenziell weniger werden. Vor allen Dingen jetzt zum Jahreswechsel hin hat sich da viel getan. Also der Jahreswechsel ist ungefähr hier. Ja, man sieht, dass also hier sehr viel mehr Wartezeiten waren als hier. Ja, aber die Zahl der Flüge ist auch runtergegangen. Das sah das jetzt nicht ganz so aus. Die Zahl der Flüge ist tatsächlich, das sind jetzt nur die Wartezeiten, die man jetzt hier sieht. Das war nicht davor. Moment. Das sind jetzt nur die, das sind die Wartezeiten, wenn ich jetzt die... Das ist für diese? Wenn man sich die Flüge anguckt, das habe ich jetzt, glaube ich, in Farbe. Habe ich jetzt, glaube ich, jetzt hier so nicht drauf, aber ich habe hier was vorbereitet. Moment, was ist das? Nee, wollte ich nicht hin. Ich habe die Flüge erst hinzugefügt seit Anfang Januar, von daher kann man da nicht so richtig viel erkennen. Was man hier aber erkennen kann, ist, dass die Anzahl der Flüge tatsächlich, dass sie zunehmen. Das werden also mehr. Ja? Und das wird sicherlich im Laufe des Jahres auch immer mehr werden. Ich habe jetzt natürlich für diesen Bereich keine Daten, von daher kann ich jetzt das nicht genau sagen, ob jetzt mehr oder weniger Flüge da sind. Normalerweise würde man ja annehmen, dass wenn mehr Flüge da sind, dann auch die Wartezeiten entsprechend hochgehen, aber es ist tatsächlich nicht so. Ja, bei den Flügen sind halt, glaube ich, die Zeiträume, glaube ich, um März und September, weil da der Flugbahnwechsel, glaube ich, zu viel Winter Sommer ist. Was da passiert. Ja, da müsste man auch nochmal gucken. Das werde ich dann ja dann feststellen demnächst. Ne? Ja, also Schulferien natürlich. Ne? Also einfach um die Schulferien ist das da. Das in Düsseldorf ist das wirklich Spitzzeit. Da ist viel los, das ist richtig. Ja. Das hat man halt auch gemerkt. Das ist eine Sache, die hatten wir ja auf der Telegram-Gruppe auch schon ein bisschen andiskutiert. Früher war es so, dass es von Düsseldorf sehr viele Direktverbindungen gab, auch sehr weite Verbindungen. Das ist nicht mehr so. Ja. Düsseldorf ist tatsächlich mittlerweile hauptsächlich ein Ferienflieger und ein Kurzdistanzfliegerflughafen. Und die meisten Flugziele sind tatsächlich dann halt die spanischen Inseln und die Türkei. Ja, das hatte ich schon alles erzählt, da kann ich drüber springen. Sachen, die ich halt nicht besprochen habe und auch nicht angucken konnte, weil ich eben keine Daten hatte. Das sind einmal die, was auch wichtig ist, das sind die Check-in-Wartezeiten. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Die können durchaus genauso lang sein wie die Security-Check-Sachen. Also zum Beispiel, wer Eurowings fliegt und dann halt morgens fliegt, dann muss ich tatsächlich beim Security-Check brauchen nicht so lange, aber beim Check-in brauchen ewig. Dann ist es so, das hatte Charlie auch schon gesagt, das Personal wird natürlich immer auf und also hochgefahren, runtergefahren, je nachdem wie es so ist. Und was ich nicht mitbekomme, ist, wie viele Passagiere gehen tatsächlich pro Flug rein. Ne? Ich kann ja nicht, sehe ja nur, welche Flüge ich habe. Nicht, ob es jetzt große Maschinen sind oder nicht. Das sind alles so Sachen, die müsste man natürlich dann halt weiter sich angucken. Und das sieht man aber auch sehr schön, dass man mit diesen Dashboards dann hingehen kann und solche Dinge dann halt testen kann. Was ich also festgestellt habe hierbei, ist, dass die Intuition tatsächlich nicht unbedingt immer so zuverlässig ist. Also es lohnt sich tatsächlich, die Sachen mal zu analysieren und dann zu gucken, passt es oder passt es nicht. Und ich denke, dass solche Ergebnisse tatsächlich auch bei Situationen auftreten, wo man wirklich was zum Beispiel für eine Business, für eine Firma, was relevant ist, dann sich angucken möchte. Da kann man halt sehr gut sehen, ob Dinge, die zum Beispiel das Management vielleicht annimmt, ob die tatsächlich dann sich bewahrheiten oder nicht. Und dafür sind halt solche Systeme prima. Ja, das war's. OpenSearch ist ein tolles Tool, Elasticsearch auch. Und einfach mal ausprobieren. Ja, hallo. Mein Name ist Arkadius.
Ich bin Data Engineer bei OxMoney, gehe sich hinter Data Platform Engineering, was wir machen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, klar, gerne. Und hab jetzt die Idee gehabt, dieses Producer-Consumer-Pattern habe ich in den letzten ein, zwei Jahren öfter angewendet, auch im privaten Projekt. Das finde ich sehr spannend, weil man halt sowas wie Task-Decoupling machen kann, also halt wirklich schön modular halt aufbauen kann. Ich komme gleich noch ein bisschen mehr dazu, was ich damit meine. Und hier ist ein ganz spezifisches Problem, was wir halt wirklich halt hatten, wo ich das halt wirklich dann halt angewendet habe. Und das ist halt eigentlich echt schön. Die Folien sind halt auch auf Englisch, weil ich habe das auch, mein Kollege hat das vorgeschlagen, auch bei der EuroPython als Talk eingereicht. Wenn es halt mal angenommen wird, dann will ich es dann natürlich nicht übersetzen, dann habe ich direkt auf Englisch gemacht. Genau, ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Die Folie überspringe ich jetzt einfach, ich gehe mal direkt zum Use Case. Und das Use Case ist, bei uns, also bei OxMoney sind unser altes Data Warehouse in Exasol. Wer es nicht kennt, Exasol ist halt ein bisschen so ein Nischenprodukt, ist ein sehr schneller In-Memory-Database, ist wirklich sehr performant, aber ist halt sehr Nischenprodukt, es gibt kaum Konnektoren dazu, Doku ist halt sehr minimalistisch, also halt Community sehr klein und so weiter und so fort. Wir haben deswegen beschlossen, wegzumigrieren und sind jetzt zu Snowflake gegangen. Und dieser Ziel war halt jetzt gewesen, mehrere Terabyte an Daten, verteilt auf hunderte Tabellen, einige sehr klein, irgendwie 10 Zeilen bis ein paar Tabellen mit ein paar Milliarden Zeilen. Rüber zu kopieren. Und das war halt aus verschiedenen Gründen, wollten wir das halt möglichst möglichst kurzen Zeitraum. Also nicht irgendwie ein paar Tage rüber kopieren, sondern kurzzeitig. Und es war so ein paar Randbedienungen. Ne? Es gibt halt keine, für Exasol gab es kaum keine Konnektoren. Und Exasol selbst hat die Paketintegration ist ziemlich schlecht. Also man kann es quasi de facto nicht benutzen. Hat aber dafür ist die CSV-Export ziemlich, also nach S3 zum Beispiel, sehr performant. Allerdings kann man es nicht parallelisieren, also man kann nicht irgendwie 2 Milliarden, also nicht extra so sagen, du hast die 2 Milliarden Zeilentabelle und macht das irgendwie in 100 Chunks und dann macht das in 100 Dateien, das müsste man dann halt selber machen. Also Exasol kann das sowas halt nicht. Allerdings sowohl Exasol als Snowflake sowieso kann halt unheimlich viele also Concurrent Processes halt machen, also Sachen, die halt gleichzeitig passieren. Dafür sind die halt gebaut. Es gab halt mehrere Optionen. Einmal halt serial hintereinander mit einem Thread, also mit einem Prozess hintereinander halt abarbeiten, Tabelle für Tabelle. Aber das hätte mehr als eine Woche gedauert. Dann halt parallel mit einem Multithread-Prozess, also halt mehrere Threads starten, also keine Ahnung, 10 Stück. Und jeder arbeitet halt eine Tabelle ab oder halt dieses Producer-Consumer-Pattern. Dann kommt hier nur einzelnen drauf. Also was bedeutet es hier hintereinander mit Single-Thread-Approach? Das heißt, ich habe halt irgendwie meine Python-Applikation, die schickt eine Query an Exasol, die exportiert eine Datei nach S3, ist fertig. Danach schreibt die Python-Aktion so eine Query nach Snowflake, die importiert die Datei aus S3 und ist dann irgendwann mal fertig und ich habe das an der Loop und das mache ich dann halt für jede Tabelle. Dauert halt lange, weil wie gesagt, viele Tabellen, vor allem halt ein nicht wenig, also noch nicht richtig Big Data Bereich, aber auch nicht so wenig. Ja, also das Pro ist halt sehr schnell zu schreiben, kann man halt in ein paar Minuten von mehr oder weniger fast runterschreiben, aber ist halt sehr langsam und nutzt quasi die Plattform, also die Compute Power, die man eigentlich da hat, irgendwie praktisch gar nicht aus, auch nicht I.O. oder weder Compute noch I.O. Genau. Alternative ist halt parallel mit vier verschiedenen Threads, das heißt, es läuft halt, die Threads laufen halt parallel, man hat einen Thread-Pool, 10, 20 Threads kann man halt laufen lassen. Ist halt das gleiche, was wir eben hatten. Eigentlich das gleiche, nur dass ich es halt parallel mache. Also ist schon deutlich schneller als Option 1. Vor allem, wenn ich dann halt hingehe und für die großen Tabellen irgendwie Chunks mache. Das kann ich ja halt sehr gut über einen Primary Key machen. Wenn ich irgendwie 2 Milliarden, also ein Primary Key von 1 bis 2 Milliarden geht, dann kann ich halt relativ dynamisch entweder halt in feste Blöcke, also irgendwie 1 Million Primary Keys in einer Datei oder 10 Millionen. Wenn man es ein bisschen vorsichtiger machen kann, dann kann man halt gucken, wie groß ist eigentlich die Tabelle. Es gibt ja Tabellen, die sind halt schmal. Da kann ich halt mehr Primary Keys, also mehr Zeilen in einen Chunk reinpacken. Oder wenn ich eine sehr breite Tabelle habe, ist das halt entsprechend weniger. Weil ich will ungefähr am Ende halt eigentlich erreichen, dass halt jeder Chunk ungefähr gleich lang dauert.
ungefähr. Aber ansonsten habe ich halt eine Tabelle, die ist in einer Sekunde fertig, eine braucht einen Tag. Ist immer noch halt relativ einfach zu machen, ist auch halt ein Vorteil. Und ich kann einfach also auf das Threading-Modul, weil ich es auch nicht mehr so geschafft habe vorzubereiten, will ich jetzt in diesem Talk hier nicht gar nicht eingehen, aber man kann halt mit Python Threadpool, welche halt sehr schön, ja, die Threading, also das bietet die Threading-Library von Python an, also sehr schön, mit sehr wenig Aufwand das halt nutzen. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich habe einen Threadpool, 10 Workers und da werden halt 20 mal die gleiche Funktion hier im Threadpool halt gestartet. Das ist halt sehr schön. Nachteile sind halt immer noch, das ist immer noch nicht sehr performant, weil halt teilweise die Plattformen nichts zu tun haben. Weil am Anfang starte ich irgendwo 10 Prozesse auf Accessor, die es exportiert, Snowflake hat nichts zu tun. Aber dann hat, und dann sind diese 10 Exporte fertig und dann fängt an, Snowflake zu importieren und dann hat Accessor nichts zu tun. Das heißt, die haben immer wieder nichts zu tun. Ist halt immer noch halt viel deutlich besser als vorher, aber immer noch nicht gut. Aber es ist eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem, was man immer am Anfang ein bisschen hatte. Weil ja, Dateien über CSV hin und her zu kopieren ist nicht so super, weil halt Schema. Ne? Das heißt, ich habe ziemlich lange iterieren müssen, bis ich ein CSV-Format gefunden habe, was Accessor kann, also exportieren kann und Snowflake gut importieren kann, ohne irgendwelche Edge Cases zu laufen. Und das Problem ist, wenn halt Import fehlt, aus welchem Grund auch immer, oder weil die Netzwerkverbindung weg ist und so weiter, den Export muss ich dann halt wiederholen. Deswegen Producer-Consumer-Pattern. Was bedeutet das? Ich habe halt eine Queue-Limiter. Ich habe hier viele Möglichkeiten, weil ich erst Queue nehme. Ich kann halt etwas Komplexes nehmen wie Kafka mit Copics, ich kann RabbitMQ nehmen, ich kann was anderes nehmen oder ich habe im einfachsten Fall, was ich hier benutze, von der Python Standard Library die Queue nehmen, die thread-safe ist. Und für diesen Fall sah ich das halt komplett aus. Die ist halt ein Kommunikationskanal als Buffer. Und der Producer macht irgendetwas und schreibt kontinuierlich Sachen in die Queue. Und der Consumer, der ist halt eigentlich eine Dauer-While-Schleife. Und die ist dann halt, guckt nach, ist in der Queue was? Wenn in der Queue was ist, verarbeitet er das. Wenn nichts ist, schläft er kurz oder liest dann halt nochmal. Also meistens halt, sagt man, alle 5 Sekunden soll er dann halt lesen und macht dann irgendwann mal weiter. Hat halt den Vorteil, ich kann wirklich 2 Aufgaben, die zwar hintereinander erledigen müssen, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und das Einzige, was die Consumer von dem wissen muss, ist, da ist was und vielleicht sind da noch ein paar Anweisungen drin. Was da eigentlich Consumer machen muss. Weitere Vorteile sind, man kann solche Aufgaben, wie halt eben gesagt, effizient machen und ich kann sehr gut skalieren, weil ich halt Producer und Consumer beliebig viel machen kann. Also ich kann halt solche 50 Producer, wenn das halt ziemlich längere Tasks sind. Also ich will halt mehr oder weniger sagen, dass die Producer- und Consumer-Seite ungefähr gleich schnell abarbeiten. Aber die können ja ungefähr, also die Producer-Task kann ja halt relativ lange dauern. Dann will ich dann halt mehr Producer haben, die halt abarbeiten. Also gleichzeitig abarbeiten, also die Aufgaben. Und ich kann halt wenige, und dann reichen vielleicht wenige Consumer aus, weil die halt sehr schnell abarbeiten. Ich kann halt sehr schön halt skalieren auf den beiden Seiten. Zum Beispiel in dem Fall halt Accessor braucht halt für die gleiche Datenmenge länger zum Export als Snowflake zum Import. So kann ich das letztlich steuern. Das ist halt ziemlich effizient. Genau. Und wie würde das halt hier aussehen? Jetzt sieht es ein bisschen komplexer aus. Ich hoffe, man kann es noch ganz gut sehen. Also ich habe immer noch mein Python-Script und ich habe 2 Queues. Ich habe eine Accessor-Queue und eine Snowflake-Queue. Und ich habe letztlich hier in dem Python-Skript das berechnet hat. Er holt sich eine Liste, welche Tabellen es ist. Bei den großen Tabellen macht es einen Chunk und schreibt quasi alle Aufgaben halt in die Queue. Und hier steht dann in der Queue alle Aufgaben, also alles, was halt erledigt werden muss. Ich habe halt meine Producer-Threads, die holen sich halt die Aufgaben nach und nach halt aus der Accessor-Queue und schicken dann halt die Query nach Accessor, ist irgendwann mal fertig, sagt, ich bin dann. Und wenn der Producer Thread weiß, okay, der ist dann in die Snowflake-Queue rein, da liegt jetzt eine Datei in S3. Mehr braucht es halt nicht. Noch
paar mehr Metadaten, aber mehr oder weniger, das reicht. Und das läuft halt irgendwann so lange, bis diese Queue fertig ist. Dann habe ich noch Consumer Threads, die das Gegenteil halt machen, die arbeiten die Snowflake-Queue ab. Sagen dann halt Snowflake, importiere mal die Datei. Wenn er fertig ist, ist er halt dann und dann ist es halt ein Durchlauf. Genau. Und das läuft so lange, bis beide Queues fertig sind. Und wie man das jetzt interpretiert, komme ich gleich. Bevor ich das mache, gibt es dazu erstmal Fragen. Das ganze Job läuft in einem Prozess auf einem Rechner, also der Python-Teil. Ja. Okay. Da passiert ja nichts. Ist keine Daten verwaltet. Ihr seht halt keine Daten. Das Komplexeste, also von der Rechenzeit her, ist halt das hier. Und das ist halt innerhalb von 100 Millisekunden fertig, so ungefähr. Ne? Da ist halt am Anfang, okay, gut, am Anfang der Query gegen Datenbank und in den Metadaten. Gib mir mal halt die Daten in dem Schema. Und dann wird halt nur noch getankt, ne? Also halt geguckt. Also das Dateien, die liegen in S3, also im Grundlagensystem. Genau, also als Zwischenschicht, das habe ich jetzt ja aus Platzgründen hier nicht eingemacht, also zwischen ExtraFlow und Snowflake, genau, sind die Dateien in S3 als Zwischenschicht. Und die eigentliche Arbeit machen ja ExtraFlow und halt Snowflake, die Systeme. Und von was für einer Realzeit sprichst du dann insgesamt? Die ganze. Das waren irgendwie am Ende 2 Terabyte Daten in 45 Minuten. 2 Terabyte in 45 Minuten? Wahnsinn. Aber was du nicht siehst, ist, wie viele Prozessen ExtraSol und Snowflake aufgefahren hat. Ne? Da ist der. Ja, das waren schon ein bisschen. Also der ExtraSol Cluster hat 256 RAM, ich glaube 64 Kerne. Das Bild ist mal wieder. Also das siehst du da nicht. Wie viele Prozesse hast du da, wie viele Sachen laufen da parallel auf beiden Seiten? Bei Snowflake weiß ich es eh nicht. Wieso ist das? Weil das Blackbox ist, ne? Ja, genau. Also bei Snowflake ist das selbe Blackbox, bei ExtraSol konnte ich nachgucken, weil das läuft self-hosted. Aber ich schätze mal, da läuft halt, soweit ich das verstanden habe, ich hätte glaube ich bei ExtraSol mit 20 Threads exportiert, also da laufen dann halt 20 Prozesse drauf. So, und jetzt. Genau, also ja, es ist halt sehr skalier, es ist halt modular, das heißt, wenn irgendwo halt was fehlt, dann kann ich es irgendwo halt wegschreiben oder ich kann nochmal wiederholen. Oder wenn halt der Import nicht klappt, außer in einem Grund, der Export ist halt schon mal geschehen. Genau, klar, der Nachteil ist halt, ich muss schon ein bisschen mehr coden und halt überlegen, wie ich das machen will. Gut, wie ist das implementiert? Ich hoffe, man kann die Schrift noch lesen. Genau, also die eigentliche Arbeit, also die Funktion ist halt Copy Data to Snowflake. Das ist halt erstmal das Setup. Ich habe halt erstmal meine Queue für ExtraSol, die ich befülle. Das ist dann diese Funktion. Also das heißt, ich hole hier, also ich habe als Anfang meine Liste mit den Tabellen. Genau, Liste mit den Tabellen und da wird halt nochmal geguckt in der ExtraSol, in der Datenbank, wie groß sind die Tabellen und dann wird halt gechunkt, dass ich in der Query und in der Query-Parameter bin und das ist halt quasi Start-ID und End-ID. Genau, also auch Details sind jetzt eigentlich gar nicht wichtig, aber auch ein Code ein bisschen dafür gehört. Also da wird halt quasi die Queue aufgebaut. Das sind halt irgendwie ein paar tausend Objekte dann halt, die da drin sind. Ich brauche meine Snowflake Queue, die ist am Anfang einfach leer. Und dann brauche ich noch ein Threading Event. Das fand ich sehr spannend, dass es das gibt, kann ich bisher nicht im Python. Wofür man es braucht, komme ich gleich. Das heißt einfach Do User Finish. Naja, genau das. Genau, das ist der zweite Teil, der Copy Data to Snowflake. Ich habe halt einen Producer und Consumer, wo ich den halt aufsetze, die Objekte. Das ist eine Liste vom Producer. Ich erstelle halt einen Thread, der wird noch nicht gestartet. Das Target ist halt die Funktion AbstractFiles vom ExtraSol und ich gebe als Argumente die ExtraSol Queue und die Snowflake Queue.
und halt so viele ich halt konfiguriert habe. Also ich erstelle halt 20 Producer Threads und das gleiche mache ich mit dem Consumer. Halt nur eine andere Funktion. Und hier gebe ich als Argumente die Queue Snowflake und Producer Finished. Also das Threading Event. Genau, was passiert in einzelnen Funktionen, ist, dass das Extract Files from Exasol, while not queue Exasol empty, also am Anfang ist meine Exasol Queue ja befüllt und die Threads laufen so lange, wie die Queue befüllt ist. Und ja, einfach soll halt einfach rauslesen, also queue Exasol get und das ist halt ein try Exact Konstrukt, das man machen halt, wenn queue solange die empty ist, macht er halt einfach continue, also wird halt einfach ein weiterer Umlauf der While-Schleife. Und da hier läuft man eigentlich ja Export, also das wird dann tatsächlich die Query an Exasol geschickt. Ich habe doch das Highlighting, kann ich das so machen. Hier hatte ich sogar beim Export noch Exception Handling eingebaut, weil Exasol ab und zu mal ein extra Query Error geworfen hat, da hier kann ich einfach requeuen. Das heißt, wird das, was ich hier dequeued habe, aus der Queue geholt wird, kann ich wieder halt in die Queue rein tun. Also halt push task, also halt ich will später wiederholen. Und bei sonstigen Fehlern habe ich einfach nur ein Konstrukt, wo ich das einfach wegspeichere, dass irgendwie das halt nicht geklappt hat. Ja, und am Ende, wenn ich fertig bin, also erfolgreich ist, muss ich in meine Snowflake Queue reinschreiben. Da liegt jetzt eine Datei, die Consumer, die Snowflake-Consumer müssen sich halt drum kümmern. Genau. Das. Genau, das ist der andere Teil, Load Files into Snowflake, das sind halt die Consumer-Funktionen, das ist halt ähnlich aufgebaut. Am Anfang ist ja die Queue leer. Das heißt, am Anfang werden die Consumer Threads immer wieder gerade einlaufen. Das Timeout 5 bedeutet, er wartet bis zu 5 Sekunden, ob in der Queue was ist. Nach den 5 Sekunden wird ein Fehler geworfen, halt der Queue Empty Fehler. Den fange ich hier und mache einfach Continue. Und hier ist dann halt das Spannende, also das heißt Import Data vom S3, das ist halt eine Query nach Snowflake, da wird es halt reingeladen. Wenn es Probleme dabei gibt, logge ich es halt in dem Fall einfach erstmal weg. Also packe eine eigene Funktion und handle das irgendwann später. Und das Interessante ist halt hier, wann wissen die Consumer, wann sie fertig sind? Die wissen dann, wenn die Queue Snowflake empty ist, aber das reicht nicht, weil ansonsten fahren mir die Consumer, die fahre ich hoch und wieder runter, weil nee, am Anfang ist die Snowflake Queue fertig. Deswegen brauche ich dieses Threading Event, Producer Finished. Das heißt, das Event muss gesetzt sein. Weil solange dieses Event nicht gesetzt ist, will ich nichts machen. Also sollen die Consumer weiterlaufen. So, wo passiert das? Das passiert hier. Ich gehe mal noch kurz zurück. Das ist mein halt Copy Data to Snowflake Funktion, wo ich halt alles aufgesetzt habe. Und dann habe ich am Ende Wait until producers consumers are finished. Da fehlt eigentlich noch, dass ich die halt da starte. Weil genau das passiert dann da. Die Producer, also die Threads, die ich gestellt hatte, die hat ja gesagt, die sind noch nicht gestartet. Die sind ja hier Producer und Consumer, das ist eine Liste von Threads, die starte ich hier nacheinander. Erstmal die Producer und dann halt die Consumer. Und dann laufen. Und ich. Und hier warte ich, bis die Producer fertig sind. Das heißt also hier mit dem Join-Befehl, der ist halt blockierend. Und da gehe ich halt, geht erst weiter, wenn halt wirklich jeder Producer fertig ist. Und erst in diese Zeile kommen ja dann halt wirklich, wie die Producer fertig sind. Und dann wird das Event gleich set gesetzt. Das heißt, das Event ist set und es war ja in der Schleife davor, hatten wir diese Bedingung. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist das gleich true. Das heißt, da wissen die Consumer, die Producer sind halt fertig. Und wenn unsere Queue fertig ist, dann können wir uns auch runterfahren. Und das ist das, was hier passiert ist. Und die Consumer, hier wird halt gewartet, bis die Consumer fertig sind.
Und wenn die dann halt auch fertig sind, ist das Programm zu Ende. Das war's. Also ich, ganz fertig bin ich nicht geworden. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr zu Threads erzählen. Hatte ich aber in der Vorbereitung nicht mehr geschafft. Ja, hi, ich bin der Mani. Ich möchte euch heute gerne ein bisschen was über das Tool erzählen, was mich eigentlich zu Python gebracht hat. Und dieses Tool ist das Robot Framework. Ich weiß gar nicht, kennt von euch irgendeiner das Robot Framework? Ah, okay, ein paar Hände hoch, gut. Kommt irgendwer aus dem Testing-Bereich? Hat wer was mit Testing zu tun oder eher auf Entwicklung fokussiert? Okay, ein bisschen nicken. Okay, also Robot Framework ist halt ein generisches Automatisierungs-Framework, was aber hauptsächlich zur Testautomatisierung eingesetzt wird. Deswegen spreche ich ein bisschen über Testing. Es wird aber auch für andere Zwecke eingesetzt. Der Vortrag des Titels, der Name des Titels, Pip Install Robot Framework, also ist der Einführung, so installiert ihr das Robot Framework bei euch. Kurz über mich, mein Name ist Mani Kassiria, ich komme aus Düsseldorf, der Name ist allerdings ein persischer Name, deswegen klingt er ein bisschen anders, aber bin halt hier geboren. Bin QA-Engineer bei der DB Schenker, das ist ein großer Logistikanbieter mit so 72.000 Mitarbeitern. Und dort setzen wir das Robot Framework hauptsächlich ein, eben aus als Testautomatisierungswerkzeug. Gleichzeitig bin ich Robot Framework Foundation Board Member. Das ist eine Stiftung, die halt die Finanzierung und Weiterentwicklung des Robot Frameworks vorantreibt. So eine Non-Profit-Organisation. Wir stellen also sicher, dass es weiter gewartet wird. Wenn ihr mich irgendwo finden wollt, da sind meine sozialen Medien, Handles und so weiter, Twitter oder LinkedIn oder was auch immer. Der Name ist auch ziemlich einzigartig, also wenn er mich sucht, dann findet er mich auf jeden Fall. Nun zum Robot Framework. Ich habe überlegt, also erstmal, ich habe deutsche Slides gemacht, was ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht habe. Ich habe kurz überlegt, was ist das so zusammengefasst. Also Robot Framework ist erstmal ein generisches Automatisierungsframework. Das heißt, man kann das für generelle Automatisierungsaufgaben einsetzen, sei es Test Automation oder Robotic Process Automation. Ich weiß gar nicht, sagt von einem von euch das was, Robotic Process Automation? Das ist immer so, wenn Firmen zu faul sind, anständige Schnittstellen zu bauen, dann wird irgendwie was mit RPA so als Gaffertape so gebastelt. Ne? Ist also ein generisches Tool, hat eine simple und leicht lesbare Sprache. Bei einem oder anderen Entwickler, da drehen sich so ein bisschen die Zehennägel hoch, wenn er das sieht. Der denkt so, ach, das ist so Halbentwicklungssprache, aber müsst ihr euch gleich mal angucken und mal sagen, was ihr davon haltet. Das hat ein ziemlich gutes Logging und Reporting, das Tool, mit eingebaut. Man kriegt ja sehr schöne HTML-Reports und XML-Daten quasi raus aus der Ausführung. Und es ist sehr offen und erweiterbar und einfach sehr hackbar, sage ich mal, mit Python, weil es eben auf Python basiert. Und wenn ihr mehr wissen wollt, eben auf robotframework.org, da findet ihr mehr dazu. Ich hoffe, ich sitze auch nicht die ganze Zeit im Bild. Wir sitzen nicht. Passt, ja? Okay, alles klar. Und eben pip install Robot Framework, um quasi anzufangen. Nun kurz, was heißt jetzt generisches Automation Framework? Das ist ein Tool mit halt verdammt vielen Möglichkeiten. Ich habe gesagt, Test Automation, Robotic Process Automation. Und was es vielleicht noch unterscheidet von so anderen, ich sag mal, Test Automation Tools, die man vielleicht am Markt kennt, es kann sehr viele verschiedene Technologien steuern. Wenn man so an so Automation Frameworks denkt wie, ich weiß gar nicht, Cypress. Kennt ihr Cypress? Oder Playwright? Oder Selenium oder so? Das sind alle so Tools für im Web Scraping oder Web-Automatisierung. Die sind also sehr fokussiert auf eine Sache. Und das Robot-Framework hat halt einen großen Satz an Bibliotheken. Man kann damit also Webbrowser automatisieren, man kann REST-APIs quasi automatisieren oder eben testen. Du kannst damit auch Desktop-Applikationen testen, also Win32, Java, Swing, Java SVT-Applikationen. Eigentlich kannst du alles damit steuern oder irgendwie automatisieren, wofür es ein Python-Package gibt. Und das macht die ganze Sache irgendwie ziemlich mächtig und ziemlich nett, weil man hat einfach sehr viele Möglichkeiten da mit dem Tool. Um einmal zu sehen, wie ist das so, wenn man damit anfängt mit dem Robot Framework. Aller Anfang ist hier nicht so schwer. Also am Anfang pip install Robot Framework, um das in eure Umgebung zu installieren. Ich nehme da mal ganz gerne so eine virtuelle Umgebung, aber jeder so wie er mag. Das installiert quasi den Core des Frameworks. Damit hast du also die ganz einfachen Möglichkeiten, Testfälle oder Tasks zu starten oder auch Reports zu erzeugen. Da sind aber noch keine speziellen Technologien drin, wie jetzt um Webbrowser zu steuern. Um sowas zu machen, muss man zusätzliche Bibliotheken installieren.
Das machst du aber auch einfach mit pip. Zum Beispiel pip install robot framework browser, das ist dann eine große Bibliothek, um Webbrowser zu automatisieren. Wenn man das gemacht hat, geht es halt darum, Testfälle oder Tasks zu schreiben. Jetzt könnt ihr zum ersten Mal diese etwas komische Sprache sehen. Diese Testfälle oder Tasks werden in einer .robot-Datei gespeichert. Das ist eine sogenannte Test-Suite oder Task-Suite. Und ihr könnt ja mal so sehen, wie diese Syntax aussieht. Also man hat so verschiedene Sektionen da drin, zum Beispiel eine Sektion Variablen, wo man so globale Variablen festlegen kann. Da seht ihr so eine Syntax mit Dollarzeichen und Curly Braces, das ist eben eine Variable. Ich habe mir sagen lassen, dass das in, ich weiß gar nicht, irgendeiner anderen Programmiersprache auch ähnlich ist. Was war das? In genauen Shells ist es auch ähnlich und irgendwas anderes noch. Naja, da kannst du auf jeden Fall globale Variablen definieren. Da gibt es da beispielsweise eine Test-Cases-Sektion, da kann man dann die Testfälle hineinschreiben, zum Beispiel hier so mein Testfall. Und unterm Testfall hat man dann die eigentlichen Schritte, das sind sogenannte Keywords, die man da ausführt. Zum Beispiel log, Schritt 1 ist ein Keyword. Log ist sozusagen eine Funktion und Schritt 1 das Argument, was ich da übergebe. Ja? Ist also ein bisschen wie eine Entwicklungssprache wie Python. Man hat auch Funktionen und Argumente, die man hat. Es ist aber ein bisschen anders geschrieben. Ah, ich sehe die Gesichtsausdrücke, das ist nicht so die Begeisterung. Ne? Der Python-Entwickler will lieber was anderes sehen. Aber es hat ein Domain-Specific Language, das kennen wir. Ja, okay. Ist halt, ich weiß gar nicht, ob es in Richtung Low-Code irgendwie so geht. Also ist halt für Leute, die jetzt nicht so den großen Programmierhintergrund haben, weil ist das recht einfach zu lesen und zu lernen. Also so ging es mir zumindest damals. Ja, das, ich meine, du kennst es da, die Leute, die sowas schreiben, haben vielleicht nie was programmiert. Genau, ja, genau. Und das ist ein wichtiger, deswegen, egal welche Programmiersprache dem vorgesetzt werden, ich kann, also beim letzten Sprint hat Marc André ein paar Sachen gezeigt, die was in Python geschrieben wurden, wo man sagt, naja, da wäre the name-specific language einfacher, als das in Python zu machen. Da ist immer, und dann kann man immer darüber schimpfen, wenn es der eine oder andere Fall nicht abdeckt. Aber in anderen Situationen ist das lebensrettend. Ja. Okay, jetzt mal kurz in dem Testfall noch. Also ihr seht da diesen Log-Schritt, dann so eine Assertion should be equal. Das ist einfach so ein Test, ob zwei Werte quasi identisch sind. Ich prüfe ja also die Variable myVar, ob die jetzt wirklich den Wert Hello World hat. Das wäre dann halt natürlich hier zutreffend. Und ihr seht auch so ein if da drin mit einer Condition. Also man hat auch einfache Kontrollstrukturen in dieser Sprache. Also eigentlich alles, was du in Python hast mit if und else und while und for loops, das kannst du in der Sprache halt auch abbilden. Man schreibt es halt nur ein bisschen anders. Aber das nur so mal so ein Beispiel. Wenn man das dann geschrieben hat, kann man das Ganze ausführen. Da gibt es dann eben den Befehl robot und man übergibt dann eben die Test-Suite oder den Ordner mit Test-Suites, die man ausführen möchte. Und was dann passiert ist, man kriegt im Terminal direkt so ein Feedback, was da passiert. Wenn man sieht im Terminal direkt, sind die Testfälle jetzt passed oder die Tasks passed oder failed. Das ist jetzt so ein Beispiel Terminal-Aussage hier. Hier in dem Fall ist jetzt alles passed. Und unten drunter sieht man noch, da werden noch so Logs und Reports HTML erwähnt. Das sind halt diese Logs und Reports, die ich eben erwähnt habe, wo wir gleich mal einen Blick drauf werfen werden. Das war jetzt aber erstmal nur so ein ganz simples Beispiel. Ich möchte mal eben so einen richtigen Testfall zeigen, um mal zu zeigen, wie gut das wirklich lesbar ist. Es ist halt eine sehr simple Sprache. Hier haben wir jetzt einen Testfall für so eine Web-Applikation, wo man sich nur einloggt. Da seht ihr jetzt den Testcase Valid Login. Und darunter halt die Schritte. Open Browser to Login Page, Input Username, Input Password, Submit Credentials. Ist irgendwie recht gut lesbar. Also ich könnte das jetzt auch einem Nicht-Entwickler zeigen oder jemandem vom Business zeigen und der könnte so grob verstehen, was da so passiert in diesem Testfall. Ist anders, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so einen Testfall mit Java und Selenium schreibe. Das ist manchmal nicht so gut, nicht so geil lesbar. Ne? Und hier ist es halt recht schön lesbar. Warum ist das so? Man versteckt sozusagen die Logik hinter den sogenannten Keywords. Das ist eigentlich sowas wie Funktionen in Python. Ein Keyword ist etwas, was ich aufrufe. Das kann ein Argument haben oder nicht ein Argument haben, kann einen Rückgabewert haben. Und hier in dieser Datei seht ihr auch diesen Abschnitt Keywords, wenn ich nicht gerade mit dem Kopf davor bin. Da seht ihr zum Beispiel so ein paar Keywords, zum Beispiel Input Username. Und da könnt ihr sehen, dieses Input Username
hat halt ein Argument, Username, das wird übergeben und später macht das halt etwas. Das ruft eine andere Funktion InputText auf und gibt dann quasi in das Username-Field den Wert Username ein. Also das ist quasi ein Kniff, mit dem man halt die Testcases einfach sehr lesbar hält, indem man jegliche komplexe Logik in diese Keywords ausgliedert. Gibt es auch noch in anderen Geschmacksrichtungen. Es gibt ja so hier Behavior-Driven Development, da gibt es diese Given-When-Then-Syntax. Hat jemand schon mal von euch irgendwie gehört oder gesehen? BDD, Given-When-Then. Unterstützt das Framework halt auch. Hier habe ich jetzt so ein Beispiel-Testfall für eine To-Do-App. Given-To-Do-App is open, das ist so die Precondition. Und wenn ich dann jetzt ein neues To-Do mit Learn-Robot-Framework eingebe und dann noch ein To-Dos, dann sollten die offenen To-Dos Two Items Left zeigen. Das ist also auch ein ziemlich gut lesbarer Testfall. Und auch hier sind halt die Testschritte in den Keywords quasi vereinfacht. Wenn ich jetzt dieses Keyword I add a new To-Do mir anschaue, da sehe ich, da ist das Argument in dem Keyword-Titel quasi mit drin. Das heißt, wenn ich das aufrufe, rufe ich eigentlich auf I add a new to-do, learn robot framework und dann wird dieses Keyword da halt getriggert und macht irgendwas im Hintergrund, füllt einen Text in ein To-Do-Feld ein, in eine Applikation oder drückt dann zum Beispiel Enter. Also auf dem Weg kann ich halt sehr schön lesbare Testfelder mir einfach schreiben. Dann zu den Logs und zum Reporting. Dieses Terminal-Output habt ihr eben schon kurz gesehen. Es gibt aber auch noch einen Report-HTML, der erzeugt wird. Und das ist so ein, ich sag mal, so ein High-Level-Test-Report. Da kann ich also sehen, wie viele Testfälle wurden insgesamt ausgeführt, wie viele davon waren erfolgreich und wie viele davon waren fehlgeschlagen. Und da kann ich dann auch so ein bisschen nachfiltern, nach verschiedenen Tags und sowas. Ich kann also Metadaten für die Testfälle vergeben und kann dann da drin noch ein bisschen suchen und mir das so veranschaulichen. Das ist so ein ganz einfach High-Level-Report. Wenn ein Testfall irgendwie failed ist, ist der Hintergrund rot, dann weißt du direkt, ach, ist was nicht in Ordnung. Wenn alle Testfälle erfolgreich waren, dann ist der Hintergrund grün. Ist aber nur der High-Level-Report. Für den Engineer ist eigentlich dieser Low-Level-Report, dieses Log, viel interessanter. Und zwar, da kann man quasi bis zur Keyword-Ebene hinunterbrechen. Das ist also ein HTML, was ich halt so aufklappen kann, wie ich möchte. Und wenn es in grün angezeigt wird, zum Beispiel ein Testfall, dann weiß ich, es ist gut, alles in Ordnung. Wenn ein Testfall in rot angezeigt wird, wie zum Beispiel dieser hier in der Mitte, dann weiß ich, ah, da ist irgendwas nicht okay, da muss ich mal aufklappen, was da nicht in Ordnung war. Und wenn ich das dann weiter aufklappe, kann ich sozusagen bis zur Schrittebene quasi runtergehen, also bis zu der Schrittebene, wo ich vielleicht einen Text auslese, und dann merke, der erwartete Text, two items left, oder der Text war two items left, ich habe aber one item left erwartet. Deswegen ist der Schritt fehlgeschlagen. Und dann kriege ich da zum Beispiel so einen Screenshot halt mit drin im Report. Ist also ein ganz nettes Reporting. Man kann da schnell halt die Ursachen finden, wenn etwas halt nicht funktioniert. Dann, jetzt kommt ein bisschen der Python-Teil. Also es ist halt sehr offen und erweiterbar. Wenn es also mal keine passende Bibliothek gibt für dieses Framework oder kein Keyword, was ich nehmen kann, kann ich mir das ganz einfach selbst mit Python erweitern. Ich kann mir also einfach so ein Python-Modul schreiben, zum Beispiel hier Custom Library wie auf der rechten Seite. Da kann ich mir dann halt so eine Methode definieren, ne? Encode as base64, kann jetzt sagen, die nimmt ein String-Argument und ja, das encodiert halt etwas als base64. Kann man das eben als Python-Modul abspeichern und kann das dann in meiner Robot Framework Test Suite einfach importieren, indem ich sage Library und dann CustomLibrary.py. Und sobald ich das tue, kann ich direkt diese Python-Methoden hier aufrufen in meinem Test. Ihr seht zum Beispiel hier dieses Encode as base64 mit einem String, this is a test string, das ruft quasi die Python-Methode auf, die ich in dieser Python-Datei geschrieben habe. Man kann also ziemlich leicht dieses Framework einfach erweitern mit Python-Code. Andere Möglichkeit, man kann auch noch, ganz kurz hier gucken, man kann auch mit so einer speziellen Syntax, mit so zwei Curly Braces, kann man einfach direkt ein Python-Statement hier hineinschreiben.
Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier so eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 einfach generieren mittels Python. Kann ich also auch so machen. Oder es gibt bestimmte Keywords wie evaluate, die sagen dem Robot Framework halt, das nächste Argument, der nächste String hier, interpretiere mir den mal als Python und wenn er was zurückliefert, gib mir das zurück. Also ich kann also auch sehr einfach simple Python-Kommandos in dem Framework selbst halt verwenden. Okay, ich gucke auf die Zeit. Ich habe jetzt so ein bisschen eigentlich noch Live-Demo. Ich muss gucken, ob ich die vielleicht am Ende kurz mache, wenn noch Zeit ist. Ja, ich möchte euch auch nicht zu sehr hier strapazieren. Deswegen, ich habe jetzt noch ein paar kurze Slides zur Dokumentation und dann gucken wir mal eben, ob wir noch Live-Demo machen. Ansonsten, was sonst noch zum Robot-Framework, hat eine recht gute Dokumentation, wie ich finde. Also ich bin jemand, der ist immer so auf ganz gute Dokumentation angewiesen. Also da ist es halt recht gut gemacht. Hat ein ziemlich großes Ökosystem, also es gibt ziemlich viele Bibliotheken und Tools fürs Robot-Framework. OpenPixel kenne ich übrigens auch daher, weil es auch Bibliotheken gibt, die natürlich Excel auslesen, deswegen ist mir das dahin geläufig. Er hat eine ziemlich große Community und ist halt Open Source und gut gewartet. Wenn wir uns mal die Dokumentation beispielsweise anschauen, da gibt es einen ziemlich großen User Guide, der eigentlich die komplette Robot Framework Syntax so erläutert. Also das ist quasi wie eine Art Handbuch und da wird mir der Robot Framework Core mit den Möglichkeiten, die es da gibt, mit den Dateiformaten, mit der Syntax, ziemlich gut erläutert, auch mit Beispielen und so. Das finde ich recht gut geschrieben, habe ich eigentlich jeden Tag auf, so das Dokument. Dann gibt es noch so einen Standard, um Bibliotheken zu dokumentieren. Ihr habt ja gesehen, wir haben diese Keywords oder Testschritte, die ich da aufgerufen habe. Und für Bibliotheken gibt es auch einen Standard, wie die halt dokumentiert sein sollen. Da seht ihr auf der linken Seite beispielsweise alle möglichen Keywords für eine Bibliothek. Und wenn ich mir jetzt da ein Keyword zum Beispiel anschaue, dieses should be true, dann wird mir in der Dokumentation gut angezeigt, ja, was für Argumente hat das, ne, was macht dieses Keyword, was liefert das zurück. Man kann also recht gut verstehen, was diese Keywords halt tun und man findet noch Beispiele dazu, ist eigentlich ganz gut beschrieben so. Upsala, da habe ich immer auf Escape zu viel gedrückt. Dann noch letzter Dokumentationspunkt. Es gibt auch eine API fürs Robot Framework, die ist halt in Read the Docs in Sphinx dokumentiert. Man kann also das Robot Framework auch von Python aus aufrufen und erweitern. Wenn man das machen möchte, findet man dort halt eine recht gute Doku dazu, auch mit Beispielen und so. Dann kurz zum Ökosystem. Es gibt halt ein reichhaltiges Ökosystem mit vielen Bibliotheken, die man halt nutzen kann. Eben für Web Automation, REST API Testing, für Mobile Testing, Desktop Automation, Datenbanken, Excel. Es gibt eine ziemlich große Auswahl. Wenn man da auf robotframework.org sich umschaut, sieht man da so eine Liste an Bibliotheken, die es gibt. Die fangen so klassischerweise die PyPy Packages alle mit Robot Framework Dash irgendwie an. Wenn man danach sucht, dann findet man eine ziemlich große Auswahl. Darüber hinaus gibt es auch noch viele andere Tools. Es gibt halt Extensions für so IDEs wie VS Code oder PyCharm. Da hat man dann eben Code Completion oder kann halt Testfälle von da aus starten oder debuggen. Das ist ganz gut, kann man halt schrittweise so durchgehen. Es gibt Tools für parallele Testdurchführungen, für datengetriebene Tests. Es gibt Tools für statische Code-Analyse und viele Integrationen mit anderen Tools am Markt. Also häufig ist es so ein Ding beim Testing, du willst die Testergebnisse in dein Testmanagement-Tool laden oder nach Jira oder sowas. Da gibt es halt sehr viele Integrationen fürs Robot Framework. Dann zur Community. Also es gibt einmal, wenn man sich auf der Webseite umschaut, einen großen Slack-Kanal mit so knapp 14.000 Mitgliedern, die alle sehr aktiv sind. Es gibt ein Forum und es gibt alljährlich noch eine Konferenz, die RoboCon, wo halt so Neuigkeiten zum Robot Framework erzählt werden. Diesmal in Helsinki, findet jetzt aber seit der Pandemie auch so im Hybridmodus statt. Das heißt, man kann vor Ort sein oder ein paar Wochen später noch so eine Online-Konferenz erleben. Und da kommt die Community dann so ein bisschen zusammen. Man kann sich was austauschen, gucken, was es Neues gibt. Ist eigentlich ziemlich cool bei der Konferenz.
Und der letzte Punkt noch, es ist Open Source und Maintained. Und das Ganze passiert halt über die Robot Framework Foundation, das ist eben eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass halt das Robot Framework weiterentwickelt wird. Denn das wurde irgendwann mal 2008 als Open Source Release, das hat der Nokia entwickelt damals, hat ein finnischer Kollege, der Pekka Klerk, hat das veröffentlicht. Und irgendwann 2015 hat sich Nokia gesagt, ja, das ist zwar schön, wir wollen aber nicht mehr länger dafür bezahlen. Also hat sich diese Robot Framework Foundation gebildet aus so vielen verschiedenen Firmen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 50. Und die sorgen halt dafür, dass das Robot Framework weiterentwickelt wird. Und das ist eine ganz coole Sache, weil das ist mal eine Open-Source-Projektfinanzierung, die ein bisschen anders, sage ich mal, läuft. Das ist nicht eine große Firma, sondern so ein Konsortium einfach dahinter. Daher so der Aufruf, wenn man das Robot Framework halt nutzt und gut findet, kann man ruhig mal überlegen, dieser Foundation halt beizutreten und da so ein bisschen was zu bewegen. Und ja, damit endet auch schon der Vortrag. Das war das Robot Framework. Wenn ihr so Fragen generell habt, hier sind noch meine Kontaktdaten. Ihr könnt mich auch im Meetup noch, da ist mein Name noch drin. Ihr findet mich also irgendwie, wenn ihr mal mehr darüber wissen wollt. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wollt ihr noch Live-Demo haben oder nicht? Also ich kann es total verstehen, wenn es zu spät ist und ihr sagt so nicht. Vielleicht Handheben, wer will noch Live-Demo? Ja, machen wir noch? Okay, geht auch ganz schnell, tut nicht weh. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich würde sagen, ja, dann geht das alles in den Raum. Ja, genau, wählt mit euren Füßen, ne? Weißt du, also genau, wenn ich will, kann dann so gerne gehen. Vielleicht unhöflich sein. Alles gut, ich hab da keinen Vertrag mit so, also wer nicht möchte, alles okay. Was ich für die Live-Demo mal nutzen möchte, Gitpod. Kennt einer von euch Gitpod? Ja? Das ist eigentlich ein ganz netter Dienst. Da kann man sich quasi seine Entwicklungsumgebung in einem Pod, quasi in der Cloud, quasi erstellen lassen mit allen Abhängigkeiten und sowas, die man nötig hat. Und ein VS Code läuft dann quasi auch da drin im Browser. Das heißt, wenn ich euch das Robot Framework jetzt zeigen will, könnte ich das zwar lokal am Laptop machen, aber ich kann es auch da beim Gitpod machen. Ich mache es jetzt eben dort. Das kann jeder von euch frei nutzen, wenn man einen GitHub-Account hat. Man hat da 5 Stunden lang quasi kostenloses Guthaben. Als Open-Source-Entwickler hat man auch einen komplett freien Account. Jetzt starte ich mal eben die Gitpod-Umgebung. Der muss da am Anfang einen Container irgendwie starten. Das dauert vielleicht einen kleinen Moment. Mal kurz gucken. Okay. Das ist jetzt die Gitpod-Umgebung. Was ihr da im Hintergrund seht, ist ein virtueller Desktop, der da auch mit hochgefahren wird. Aber das hier alles ist ja eigentlich VS Code im Browser sozusagen. Und jetzt habe ich hier beispielsweise meinen Testfall von der To-Do-Applikation, die ich eben kurz im Screenshot gezeigt habe. Ja, das ist halt eine Applikation, eine Web-Applikation. Deswegen benutze ich hier diese Browser-Library, die ist halt, ich muss mal ein bisschen hier reinzoomen, wa? Ich weiß nicht, ob es das verbessert. Die muss ich halt laden, damit Robot Framework halt den Browser steuern kann. Und jetzt habe ich hier so ein paar Variablen festgelegt. Zum Beispiel als Browser möchte ich Chromium verwenden. Das gebe ich ihm dann später als Variable. Kann ich auch einfach ändern in Firefox, wenn ich das halt anders haben möchte, in Firefox laufen lassen möchte. Jetzt kann ich hier noch zum Beispiel Headless festlegen, ob der Browser angezeigt werden soll bei der Durchführung oder nicht. Ich mache jetzt mal Headless False, damit wir auch was sehen. Und jetzt habe ich hier so, ich weiß gar nicht, 6 bis 8 Testfälle drin. Und die kann ich jetzt einfach mal starten und mal auf den virtuellen Desktop gehen und gucken, was da so passiert. Ich mache den mal eben hier auf. So. Gucken, ob das jetzt hier so geht. Gut geht, wie ich mir das denke. Ich klicke jetzt mal hier auf den Play-Button. Jetzt mache ich mir das mal als Fenster hier groß. Und jetzt müsste halt gleich die To-Do-Applikation hier aufpoppen, seht ihr. Und da werden jetzt fleißig irgendwelche To-Dos so eingetragen in verschiedenen Testfällen. Wie ihr seht, geht das recht schnell. Benutzt halt die Playwright-Library im Hintergrund. Jetzt habe ich so ein paar Testfälle, die da so 100 To-Dos irgendwie eintragen. Und dann ist er fertig. Jetzt gehe ich nochmal in meine VS Code-Umgebung hier.
das Fenster hier zu. Und wenn ich jetzt hier ins Terminal mal hineingucke, ja, ist ein bisschen frickelig hier im Browser, merke ich gerade alles. Habe ich jetzt hier meine Terminal-Ausgabe, da sehe ich, dass sind einige Dinge passt, also grün, aber da ist auch irgendwas fehlgeschlagen. Und am Ende des Terminals zeigt mir halt wieder diese Logs an, die hier erzeugt wurden. Jetzt kann ich beispielsweise dieses Log-HTML mal öffnen. Das zeigt er mir ja auch im Browser an. Und jetzt sehe ich, da ist irgendwas hier rot eingezeigt in der Suite. Jetzt kann ich mal runterscrollen. Der klappt mir schon direkt quasi das auf, wo irgendwas fehlgeschlagen ist. Und jetzt kann ich eben hier sehen, dieser Schritt hier, Log-Text, oder dieser Schritt hier, dass nur ein One-Item-Left angezeigt werden sollte, ist fehlgeschlagen. Jetzt kann ich hier sehen, der tatsächliche Wert waren jetzt hier Two-Items-Left. Habe den Screenshot und sehe hier die Fehlermeldung. Das Erwartete war halt One-Item-Left und tatsächlich waren es Two-Items-Left. Und das ist so das Logging und ja, so im Prinzip kann man halt Robot Framework einfach von der IDE aus starten. Geht auch ganz normal über das Robot-Kommando. Also ich könnte jetzt auch in das Terminal hier einfach eintragen, Robot, und dann quasi den Testordner angeben oder die Test-Suite. Und dann wird er das halt genauso starten und das Log erzeugen. So. Und ja, das war nur mal kurz, wie man Robot Framework halt starten kann oder einen Browser benutzen kann. Wenn ihr mehr wissen wollt, gerne Fragen jetzt oder später, wenn ihr mehr wissen möchtet. Und das war's von mir.